jetzt da im Internet gelandet, ey. Unfassbar. Sehr, sehr, sehr schlimm. Kann man sich kaum anhören. Aber danach kam direkt das Video von Sheikh der Budi, wo der David Wood eine Debatte mit diesem Konvertiten Kenny gehalten hat in Amerika. Und es geht ja um diese Kinderehe im Islam. Und das ist ein totgeschwiegenes Thema. Aber die haben sich getroffen, um darüber zu reden. Weil die islamischen Schriften ja voll sind von dieses Pedo-Zeugs, ne? Und dann haben die darüber geredet. Und guckt, hört euch das mal bitte an. Das ist so, das ist so krass. Lass uns das mal kurz zusammen hören, ne? So everything about Islam, the Muslims are all lying, and I believe the sources. Der Muslim versucht sich so rauszureden und sagt, ja, es gibt Muslime, die lügen und dies und das. Dann sagt der David Wood, nein, ey, das stimmt nicht. Wir gehen viel ehrlicher mit der Schrift um als du selber. Du hast gar keinen Respekt vor deinen eigenen Schriften. Ich habe mehr Respekt vor Aisha, vor den Sahaba, vor Ibn Kathir, als du sie hast. Guck mal her. I have more respect for Aisha and Muhammad's companions. Siehst du? I have more respect for Aisha and Muhammad's companions. And Ibn Kathir. Da hat der David Wood recht. Also die Christen, wenn sie dann anfangen, die ganzen islamischen Schriften nach vorne zu bringen und den Wahnsinn denen zu zeigen, leugnen sie alles. Sobald es kritisch wird, sobald es problematisch wird, schmeißen ihre eigenen Gelehrten unterm Bus. Die sind auf einmal nicht authentisch. Man kann denen nicht vertrauen. Sie machen auch Fehler. Aber warum gerade in solchen Punkten? Merkt ihr das? Das ist pure Heuchelei seitens der Muslime. Die nehmen nur das, was denen so gefällt. Das kann es nicht sein. Deswegen muss man bedenken, wie unehrlich kann man nur sein? Wie heuchlerisch kann man so nur sein? Weil die selber nicht verurteilt werden wollen, aber andere verurteilen wollen. Selber wollen sie nicht verurteilt werden, aber andere wollen sie mit Steinen bewerfen. Guck mal hier. And Islam's greatest scholars, I have more respect for them than Muslimologists. Nein, 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 sehe ich noch mal. Es ist widerlich zu hören, wie Ali Dawa sagt, dass wenn seine Tochter menstruiert, dass er sagen würde, sie wäre... Ali Dawa, der hat 700.000 oder 800.000 Abonnenten auf YouTube. Da sagt er eiskalt in einem... bei Speaker's Corner, wo die sich da treffen in England und über den Islam, Christentum, alles mögliche debattieren. Da sagt er eiskalt, wo es um diese Heirat geht von Kindern, weil er Ali Dawa sich ja ein bisschen auskennt mit diesen islamischen Schriften. Da sagt er... Wenn meine Tochter mit 9 Jahren menstruiert hat, ist sie bereit für die Ehe. Ich gebe sie frei für die Ehe. Guck mal, was der da sagt, der Teufel. Aber er kann ja nicht anders, sonst wäre er kein echter, authentischer Muslim. Versteht ihr? Also der Islam hat seinen Verstand kaputt. Ja. Wenn du 9 Jahre alt bist, gehst du in die Ehe, wird er zu seiner Tochter sagen. Mohammed im Koran ist viel schlimmer, denn er sagt... Wieso sollte ich warten, bis sie... Im Koran noch schlimmer. Warum sollten wir denn warten? Wie können Muslime das mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass der Koran sagt, dass Mohammed ein wundervolles Idol ist, mit der historischen Tatsache, dass er ein 9-jähriges Kind bestiegen hat? Sobald du die Quellen des Islams studierst, findest du Hadith über Hadith über Hadith. Hadith über Hadith, der den Wahnsinn nach vorne bringt. Als Mohammed mit dir hatte. Sahih al-Bukhari, 5158. Jetzt nennt er alle Quellen. Ne? Der Prophet schrieb den Ehevertrag mit Aisha fest, als sie 6 Jahre alt war. Und 6 Jahre! Ein Kleinkind! See also Sahih al-Bukhari 3894, 3896, 5133 und 5134. With welche alle zustimmen, dass Aisha 9 war, als Mohammed mit ihr hatte. Sahih Muslim 3311. Aisha berichtet, Allahs Apostel heiratete sie mit 7 und nahm sie als Braut mit nach Hause, als sie 9 war. Und sie nahm ihre Puppen mit. Mit Puppen hat sie mitgenommen. Ein kleines Kind, unreif. Welche zustimmen, dass Aisha 9 war, als Mohammed mit ihr hatte. Sunan Abu Dawud 2116. Aisha berichtet, der Prophet heiratete mich mit 7 oder 6 Jahren und hatte Geschlechtsverkehr mit mir, als ich 9 war. Und Geschlechtsverkehr mit mir, als ich 9 war. Also Sunan Abu Dawud 4915, 4916, 4917 und 4918. Welche alle zustimmen, ihr habt es erraten, dass Aisha 9 war, als er mit ihr hatte. Sunan An-Nasai 3380.
Es wird berichtet, dass Aisha sagte, der Prophet Allahs heiratete mich, als ich 6 war und konsumierte die Ehe mit mir, als ich 9 war. Und ich spielte noch mit Puppen. Sie also Sunan an-Nasai 3257, 3258, 3259, 32... Und da haben wir wieder den ersten Muslim, der hier im Kommentarbereich was schreibt. Nur weil Aisha radiallahu anhu mit 9 geheiratet hat, heißt es nicht, dass es jeder Muslim machen muss. Ja, da musst du mal deinen Koran aufschlagen. In Sure 33, Vers 21 ist Mohammed das beste Vorbild aller Zeiten. Das heißt, wenn er ein Kind geheiratet hat, dann sehen die Muslime das überhaupt nicht als schlimm an und praktizieren das in jede Zeitepoche. Und da haben wir die große Katastrophe. Deswegen sage ich immer, ihr Heuchler von Bündnis Kinderschutz. Ihr habt also mit einer Religion zu tun, die fest verankert hat, dass ihr Gott erlaubt, mit Kleinkindern zu heiraten, die noch nicht mal ihre Menstruation gehabt haben. Der Muslim muss nur warten, bis ein bisschen Fleisch da dran ist. Da kann er sie kaputt machen. Unfassbar, ne? Die Muslime denken gar nicht darüber nach. Die gehen nicht in die Tiefe rein und denken nicht über diese ganzen Verse nach. Was Allah da überhaupt sagt, was die Gelehrten sagen. Selbst die heutigen Gelehrten sagen, oh, haben auch kein Problem. Und sagen, ja, das ist so, wenn Allah das sagt, dann akzeptieren wir das. Wenn dir das nicht akzeptiert, dann geht raus aus dem Islam. So heftig. Anstatt das selber in Frage zu stellen und zu sagen, ey, warte mal, wir können doch keine kleinen, vorpubertären Kinder heiraten, Mann. Und uns auch wieder von ihnen scheiden lassen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn der Heiratsvertrag durch ist, da kann der Mann das Kind und die Ehe dann vollziehen. Und sich dann auch wieder von ihr scheiden lassen. Absoluter Wahnsinn. Und die haben sich getroffen und haben darüber debattiert. 3381. Welche alle zustimmen, dass Aisha wieder mal 9 war, als Mohammed mit ihr hatte. Wir könnten durch Sunan ibn Majah die Geschichte von At-Tabari und so gehen, welche alle zustimmen, dass Aisha 9 war, als Mohammed mit ihr hatte. Aber es gibt natürlich einige Muslime, die das so grausam finden, dass sie versuchen, einen Weg zu finden, um Aisha aussehen zu lassen, als wäre sie 18 oder sowas. Die wollen es nicht wahrhaben, dass Aisha wirklich 6 Jahre alt war beim Ehevertrag und mit 9 Jahren die Ehe konsumiert wurde. Und sie beziehen sich auf unauthentische Geschichtsbücher. Aber wir haben unterschiedliche Quellen, 11, 12, unzählige, die sagen, ja, Aisha war 6. Anstatt noch mehr Quellen aufzuzählen, die bestätigen, dass Aisha 9 war, als Mohammed Sex mit ihr hatte, lass uns durch all die muslimischen Quellen gehen, die sagen, dass sie 16 oder 18 oder älter war. Es gibt keine einzige muslimische Quelle. Und wir sind fertig. Keine. Es gibt keine. Keine einzige. Wenn du 11 verschiedene Leute hast, die alle die gleiche Geschichte erzählen von Aisha und es ist bestätigt von mehreren Anhängern Mohammeds, wenn du nicht mal das weißt, wenn das noch strittig ist. Schaut euch den an. At-Tabari ist keine wahrhaftige Quelle. Er wird der Mufassirin aller Mufassirin genannt. Aber hier ein TikTok-Muslim wagt es sich, sowas zu schreiben. Schaut euch das an. Habe ich euch nicht gesagt, sobald es problematisch wird, die Muslime unternehmen alles, um ihre eigenen Gelehrten kaputt zu machen. Großgelehrte. Der Gelehrte der Gelehrten. Der Tabari. Unfassbar. Wenn du sagst, ich habe 11 Leute, die dieselbe Geschichte erzählen von demselben Mädchen, und das ist kein Beweis, weil du die neue... Also 11 verschiedene Quellen, alle von den Muslimen selber sagen, dass das Mädchen 6 Jahre alt war. Und dass du auf einmal sagst, nee, das stimmt nicht. Da kann man ja euren Schriften ja überhaupt gar nicht mehr vertrauen. Vertrauensunwürdig. Wenn du die hast, oder so ein Schrottmann, okay. Aber dann sag mir nicht, dass wir überhaupt auch nur irgendwas über diese Leute wissen. Erzähl mir siehst gar du? Nichts. Wenn ich nicht dann brauchen wir auch gar nicht für diese Schriften aufzuschlagen. Kann, dann sag mir nicht, dass wir auch nur irgendwas über deine Propheten wissen, okay? Was wir daraus schließen können, ist nur, dass in euren Quellen... Siehst du, also die Quellen, die die Muslime heranziehen, um authentische Muslime zu werden und ihr Propheten auf Schritt und Tritt nachzuahmen... sehen wir auf einmal, dass sich solche Sachen auch da drinnen befinden, in den authentischen Quellen. Versteht ihr? Also wenn das nicht stimmt, dann können wir das andere auch nicht ernst nehmen. So kann man doch nicht vorgehen, Mann. Wie heuchlerisch ist das bitte? Also das passt mir nicht.
in Massen gelogen wurde und dass deine Quellen völlig unzuverlässig sind. Das ist okay für mich. Aber wenn wir deine Quellen wirklich ernst nehmen, dann steht da Folgendes. Siehst du, wenn wir die Quellen ernst nehmen? Eichel 9. Dann kommen wir zur Neuzeit. Muslimen ist es peinlich, weil das eine Quelle großer Kritik ist. Ja. Was machen dann manche? Sie erfinden Dinge. Er zitiert jemanden, der sagt, das kommt alles von einer Quelle. Es ist die totale Lüge. Jemand hat das erfunden in einem Artikel. Es ist eine Lüge. Es wurde wiederholt aufgedeckt, dass es seit... Ja, also Muslime haben dann versucht, diesen Wahnsinn irgendwie zu widerlegen, dass Aisha 9 war. Aber es gibt ja unzählige von Quellen, die eindeutig belegen, dass... Aisha wirklich 6 Jahre alt war und er sie mit 9 Jahren, ja, also Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Unfassbar. Und jetzt fängt gleich David Wood aus. Er zitiert das auch noch. Er weiß nicht mal, wer Hisham ist. Und made it up and put it in our, they're making up lies and put it in our. Yes, that's a total okay. Lie. So everything about Islam, the Muslims are all lying. And no, you know, they're all making this is the amazing thing. I believe the sources more than okay. You do. Yeah, you know, Also, David Wood sagt, nein, du lügst, wir glauben doch in deinen eigenen islamischen Schriften mehr als du selber. I have more respect yeah. for Aisha and Muhammad's companions and Ibn. I have more respect for Aisha and Muhammad's companions and Ibn Kathir and Islam's greatest scholars. I have more respect for them than Muslim apologists. Die Methodik ist also, wenn der Koran, die Hadithe, all die wichtigen Sammlungen, alle Gefährten, Aisha selbst und alle zustimmen, kannst du es ignorieren und wegwerfen, wenn moderne Muslime sich für ihren Propheten schämen. Siehst du? Gute Methodik. Der Islam ist zum Verlieben. Nochmal, Sure 65, Vers 4 erlaubt Sex mit vorpubertären Kindern. Sure 65, Vers 4 erlaubt SEX mit frühpubertären Kindern. Das wissen die Gelehrten. Aber sie trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Der Islam müsste eigentlich auf der ganzen Welt verboten werden. Im Westen sowieso. Sie können das da ausnehmen, wo der Islam dominierend ist. Ja, da können sie es ausnehmen. Aber hier muss der Koran auf den Index landen. Die ganzen islamischen Schriften. Weil es aufruft zur Pädophilie. Du kannst also als Muslim nach Sure 65, Vers 4 kleine Kinder heiraten und ja, mit ihnen schlafen und sich auch wieder von ihnen scheiden lassen. Unglaublich. Bestätigt durch Gelehrte wie Ibn Kathir, die Siehst zwei du? Jalals und Ibn Abbas, moderne muslimische Gelehrte. Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalain, moderne Gelehrte wie Al-Maududi sagen genau dasselbe, siehst du? Die Maududi sagen das auch, das bin nicht ich, sind diese Leute islamophob? Ist Ibn Kathir islamophob? Sind diese ganzen Gelehrten einfach so Idioten oder islamophobe Wahnsinnige, die keine Ahnung vom Islam haben? Nein, ihr schämt euch eures eigenen Korans und eure eigenen Schriften, das, mehr ist das gar nicht. Deswegen sage ich, triff eine Entscheidung raus aus dieser Religion, weil du eh nichts damit zu tun hast. Wer kann damit sowas umgehen? Und hier kommt wieder Jesus Christus ins Spiel, der genau sagt... Wehe euch, die ihr Kinder anfasst. Es wäre besser, wenn ein Mühlenstein um euer Hals gelegt wird und ihr ins tiefste Meer versunken wird. Versteht ihr, der reine und heilige Gott, der sowas nicht möchte, aber der Gott des Islam sagt, nein, ich habe gesagt, kein Problem. Also, wenn wir ein Gewissen haben, wissen wir, wer der wahrhaftige Gott ist. So einfach ist das. So einfach ist die Mathematik. Jeder kann das. 1 + 1 zusammenzählen. Jeder. Jeder von euch kriegt das hin. Eine Gott sagt, keine Kinder heiraten, der andere sagt mir, geh und mach. 3-, 2-, 4-, 5-Jährige ist gar kein Thema. Auch wenn sie nicht mehr instruiert haben. Du kannst sie heiraten, penetrieren und dich auch wieder von ihnen scheiden lassen. Unfassbar. Ist Ibn Abbas, Mohammeds Cousin, ein Islamophob? Weil wenn ich das exakt selbe wie Aisha sage, bin ich ein Fanatiker. Siehst du? Wenn ich exakt dasselbe... Also wenn wir die Quellen zitieren, sagen die auf einmal, wir sind Hassprediger, Hetzer... Und diese ganzen Worte, versteht ihr? Ihr kennt das ja, sobald man die islamischen Schriften zitiert, die den Wahnsinn hervorbringen, ist man ein Islamophob, Hetzer, Hassprediger und hast du nicht gesehen. Ich komme mir vor wie im Irrenhaus, ey. Das ist so heftig, ey. Sage, wie die größten islamischen Gelehrten, bin ich ein Islamophob.
Das ist wirklich sehr interessant. Man wird als Lügner und Rassist beschimpft, weil man islamische Gelehrte und Hadithe zitiert. Was stimmt denn nicht mit euch eigentlich? Man wird also als islamophober Hassprediger und alles Mögliche abgestempelt, nur weil man die islamischen Schriften zur Rate zieht, um einen Vers zu verstehen. Obwohl die Muslime selber sagen, ja, wenn du einen Vers verstehen willst, dann musst du ein Tafsir aufschlagen. Schlagen wir ein Tafsir auf, nimmt die Katastrophe ein riesen Ausmaß an. Das darfst du niemandem erzählen, was hier abgeht, ey. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Die denken, wir sind in der Irrenanstalt gelandet, ehrlich. Und jetzt bekommt er eine miese Frage gestellt. Der Danny, Kenny. And I want to thank Mike Wellman, who has been a big sponsor tonight. He's asking the question, Kenny, you've mentioned that you are not sure what age Aisha was, but... Also Kenny, du warst dir nicht sicher, welches Alter Aisha hatte. If she was actually 9 or younger, would you agree? Ob sie jetzt 9 war oder jünger, wärst du damit einverstanden? But that was wrong. Dass das falsch war? Jetzt ist er in der Ecke, guck mal, nach dieser Frage. Ecke. Wenn er sagt, dass es falsch ist, verurteilt er seinen Propheten. Wenn er sagt, dass er wenn es also sagt, dass es falsch ist, 9-Jährige zu heiraten, 6-Jährige, verurteilt seinen Propheten. Wenn er sagt, dass es richtig ist, outet er sich als Pädotypen ab. Wahnsinn, ne? Das war's. Das war's. Diese eine Frage hat den Islam komplett in diese Ecke gedrängt. Wenn die Muslime sagen, nein, dass das nicht richtig war, sagen sie, dass Mohammed etwas Falsches getan hat. Sagen sie, okay, das war richtig, outen sie sich als Pedo. Was nicht falsch ist, outet er sich als Pedo-Sympathisant. Seht ihr? Schaut euch jetzt mal diese Katastrophe an. Und jetzt guck mal, wie der antwortet. Er schämt sich. I'm not gonna answer a question. Ich werde diese Frage nicht beantworten. This, there's a term for this in the world of debate. I can't slip my mind right now. But I'm not going to answer a question like that because it's unnecessary. Yeah. It has, you know, my opinion on the matter, I haven't really given my opinion one way or another. My objective was to come here to establish the fact that, the Muslims disagree on the matter. Wie ignorant und dreist kann man eigentlich sein? So sieht's David aus. Hat ihm nicht einmal zugestimmt, aber trotzdem hat er das mindestens 3 Mal über die gesamte Debatte hinweg behauptet. Seht ihr das? Er belügt sich sogar selbst. So sie belügen sie. Sich selbst. We weren't there. Wir waren nicht da. Wir wissen es nicht. Guck dir das an. Convince people that she was 9 years old. He wasn't there. He doesn't really know. Let's be real. Unfassbar. Und made it up and put it on. They're making up lies and putting it on. Ist das zu fassen, Leute? Ist das zu fassen? Hallo. Hello. Hallo. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Nice. About was? The lying, you know, they will always say that like it's forbidden to lie in Islam. It's forbidden. Forbidden to lie? Yeah, they like to state, you know, it's forbidden to lie in normal circumstances. But look this, even on that page, their page Islam QA, I found that is allowed to lie to deceive people. And not just when your life is threatened, but even when you are defending Sharia. If you are now like talking about Islam and wants to defend Islam, you could lie, basically. It's here, black and white, bro. Islam QA. Cool. Which scholar say this? You can find in the Reliance of Travel, Nawawi and Ghazali. But look this is Islam QA. Aber haben die schon wieder gemacht. Verstoßverwarnung. Ich komme sofort wieder
zeigen. Ja genau, Muslime, ihr werdet nicht mit 72 Jungfrauen belohnt werden, wenn ihr ihn meldet. Ja, aber echt. Ihr kriegt nur eine 72-jährige Jungfrau kriegt ihr. Stellt euch das mal vor, dass es nicht um 72 Jungfrauen geht, sondern um eine 2. Was meinst du, ob die Muslime noch Muslime bleiben würden und Dschihad machen? Keiner von denen wird das machen. Neidisch. Wo fährst du den ganzen Tag eigentlich hin? Ja, ich fahre ein bisschen durch die Gegend. So. Ich habe voll die riesen Lust darauf, einfach so durch die Gegend zu fahren und ein wenig in meinem Hetzmobil zu bleiben. In meiner Zentrale hier. Hetzzentrale. Wir lieben dich. Ja, ich liebe euch auch, ihr Lieben. Hetzmobil, ja. Das Hetzmobil ist schon Kult geworden. Ne? Da versuchen einige Leute auf TikTok mich sogar nachzumachen. Nein, das Original ist hier, der Dr. Sheikh Abu Hamid. Und bald ist er wieder in seinem gewohnten Studio, da wo ich wieder als Arzt auftrete. Ein YouTube. Dr. Sheikh Abu Hamid, der Arzt, den die Muslime vertrauen. Ich muss da wieder einige Sachen wieder raushauen, ehrlich. Was für eine, wie sagt man das? Was für ein Ausmaß das auch angenommen hat mit diesem YouTube-Zeugs. Ne? Wahnsinn. Dass die ganzen großen YouTuber auf ABK und mich reagiert haben. Das war so der Startschuss für die ganze Sache, ne? Dass der Name des Herrn auch wieder hier in Deutschland, Österreich und Schweiz präsent ist, ne? Der Name des Herrn darf niemals untergehen. Denn der Herr Jesus Christus ist der wundervollste von allen. Niemals darf sein Name untergehen. Sein Name steht über allen Namen. Und in den Namen Jesu Christi werden wir uns unsere Knie beugen. Ah, hier, der Hetzmuslim wieder. Hetzmuslim. Guten Morgen. Anthrazit, bist du das, ne? Ja, genau, ich bin's. Und? Warum hast du so viele Accounts? Ich hab nur zwei. Ich hab den und dann noch Anthrazit. Warum kommst du nicht mit deinem Original-Account hier rein? Weil ich mit dem anderen gesperrt bin. Wie meinst du das, gesperrt? Ja, TikTok hat mich gesperrt. TikTok hat mich für ein paar Tage gesperrt. Ach, für ein paar Tage? Ich dachte, der ist komplett weg. Nein, für ein paar Tage gesperrt. Was willst du uns diesmal sagen? Ich habe diesmal eine Frage an dich. Aber warum hast du letztes Mal meine Mutter beleidigt? Ich sage dir, warum ich das gemacht habe. Schau mal, dafür entschuldige ich mich auch. Dafür entschuldige ich mich ernst. Das war auch für mich nicht leicht, das auszusprechen. Aber du hast in dem Livestream immer wieder über meinen Glauben hergezogen, dich belustigt, über meinen Propheten, abwertend geredet. Allah segne und Frieden auf ihm. Immerhin bin ich davon überzeugt, Alhamdulillah. Das war für mich sehr verletzend. Wenn du meine Mutter beleidigen würdest, das ist für mich auch verletzend, aber nicht so sehr wie das, was du letztes Mal immer wieder ausgesprochen hast. Und mir hat sogar einer deiner Zuschauer das komplette Video von mir gespielt. Was weiß ich was, Screenshots machst du und solche Dinge, aber man sollte miteinander selber reden können und Dinge klären können. Und ich habe dich zum Beispiel in einem Live immer wieder darauf hingewiesen, dass du nicht dich lustig machen willst, aber du hast ja immer wieder gemacht und herabwertend geredet über meinen Glauben.
Aber wie auch immer. Ja, aber du siehst doch, dass du da vorgelesen hast und du hast erst mal gesagt, nee, das stimmt alles gar nicht. Und dann hast du sogar deinen eigenen Gelehrten unter den Bus geschmissen. Was soll das so? Entweder du stehst zu deiner Religion und sagst, ja, okay, es gibt wissenschaftliche Katastrophen in der Religion. Oder du sagst einfach, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ja, okay, hier kommt die Antwort, die du ja letztes Mal nicht zugelassen hast. Das stimmt ja, nicht, was du behauptest. Du hast doch vorgelesen, deswegen haben wir dich doch gefragt, ist Ibn Kathir ein Idiot oder was und weiß nicht, wen er da zitiert und was er da macht oder was? So, lass mich dann darauf antworten. Also, erstmal, es gibt keine wissenschaftlichen Katastrophen im Islam. Es gibt keine Katastrophen im Islam. Aber das andere ist, ich stehe zu meinem Glauben und laut meinem Glauben gibt es eine gewisse Vorgehensweise, um zu erkennen, wer zu den Gelehrten gehört, wer nicht. Oder wer gehört Ibn Kathir zu den Gelehrten? Ganz kurz, wer einigen Bereichen wichtig ist und wer in einigen Bereichen nicht wichtig ist. Allah bedient uns diese Methode an in Quran und Sunnah. Und deswegen weiß man auch, dass Leute wie Ibn Kathir oder Ibn Kathir, dass sie Aussagen haben, bei denen man vorsichtig sein muss, weil sie mehrdeutig zu verstehen sind. Und da muss man prüfen, das ist ja ganz logisch und vom Verstand und vom Benehmen. Wenn ein Mensch mehrdeutige Aussagen macht, man weiß nicht, ist sie richtig oder schlecht zu deuten. Da muss man erstmal prüfen. Aber in der Sure 86, Vers 6 bis 7 ist ja doch eindeutig. Man sieht es doch, man hört es doch, man liest es doch. Ich rede noch nicht von der Sure, ich rede von der Person. Wenn die Person Aussagen hat, die mehrdeutig sind, die können schlecht sein oder positiv, da muss man erstmal prüfen, bevor man urteilt und gucken, meint die Person das denn auf die richtige islamische Weise oder driftet sie ab und gehört schon zu einer Sekte. Und dann prüft man. Und das trifft bei Ibn Kathir eben zu. Deswegen habe ich gesagt, in deinem Livestream letztes Mal. Beim Ibn Kathir trifft das zu, dass der so ein Idiot ist und Sektierer, meinst du? Ja. Jetzt fängst du genau wieder an, wie letztes Mal. Jetzt fängst du wieder an. Ich bin gerade dabei zu erklären und du unterbrichst mich und setzt mir Worte im Mund. Genau wie letztes Mal. Ja, ich möchte wissen, was du da gerade meinst, weil du redest einfach und man muss dich auch zwischendurch mal unterbrechen, um zu verstehen, meinst du das so oder wie meinst du das genau? Weil du redest einfach. Du redest einfach und lässt auch nicht, dass man zwischendurch mal fragt, so, was meinst du da eigentlich? Ich bin doch gerade dabei zu erklären, was ich damit meine. Ich ja, du erklärst einfach die ganze Zeit weiter und du lässt auch gar nicht zu, dass man dich so fragt, was genau meinst du mit dem Statement gerade? Ist das so zu verstehen, was du gerade meinst? Du willst einfach 5 Minuten reden und den Anschein erwecken, so eine Hauptsache, der unterbricht mich nicht. Was soll das denn? Was ist das? Das ist wieder deine Rhetorik und deine Taktik und du fängst genauso an wie letztes. Dann rede du und ich antworte dir dann. Erzähl mal. Ja, wir haben gesehen, dass Ibn Kathir nicht alleine ist mit seinem Statement in der Sure 86, Vers 6 bis 7. Dass er nicht alleine ist und sagt, ja, die Frauen haben Spermien. Und Al-Qurtubi sagt das auch, dass zwischen den Rippen sitzt. Und wer auch immer zuerst beim Geschlechtsakt kommt, dem wird das Kind ähneln. Und das deckt sich auch mit Sahih Bukhari, Sahih Muslim und die Aussagen eines Propheten. Also du siehst, dass hier eine wissenschaftliche Katastrophe existiert. Weil ist nicht. Hier kommt die Antwort. Mohammed bestätigt in den Hadithen, dass Frauen Spermien haben. Nein, das ist deine Lüge, doch, die du immer wieder letztens. Okay. Lass mich dann noch ausreden. Okay, ich habe dich gerade nicht unterbrochen. Ich habe dich gerade nicht unterbrochen. Lass doch Mohammed drin. Vertraust du nicht Mohammed? Ich habe dich gerade nicht unterbrochen. Und das Gleiche erwarte ich auch von dir, wenn du Benehmen hast. Ich habe dich gerade nicht unterbrochen. Ich habe gelesen, aber du kommst hier rein und versuchst uns ja reinzulegen mit deinem Takriya-Spielchen. Weil ich kenne ja, ich weiß ja, wie ihr seid. Jetzt hängst du an, wie du unverschämt seid. Ich kenne euch und weiß, wie ihr seid, weil ihr meine alten Glaubensgeschwistern seid. Und ich kenne euch so gut. Du bist ein Ex-Muslim, das weißt du selber auch. Du bist ein Muslim, du bist ein Muslim. Ja, alle anderen Muslime als so Kuffar abstempelt, richtig? So, bist du jetzt fertig? Oder willst du weiter von ja, Punkt zu Punkt, damit fertig. Du ablenkst? Wir sehen also, dass Mohammed selber sagt, dass Frauen Spermien haben. Das ist der Punkt. Stimmt das? Wie stimmt immer das, bist du breit an Argumente. Du kannst die Antworten nicht erfahren. Wir können nicht gegeneinander reden. Wir können nicht antworten, du kannst weil nicht du genau weißt, dann hast du das nicht. Verstehst du das nicht? Du redest das nicht, weil du genau weißt, du würdest widerlegen. Hallo. Leute, das ist das Christentum. Hetzen, aber keine Antwort erfahren. Das Christentum, du hast meine Mutter beleidigt und ich habe dich gesegnet. Das ist der Islam. Das ist das Christentum, der den Glauben von anderen beleidigt. Wenn du so anfangen willst, ich habe gekämpft. Nee, das kann nicht wahr sein. Mit dem Christen kann man überhaupt kein bisschen reden. Der kommt hier rein letztes Mal, beleidigt meine Mutter. Und ich segne ihn auch noch, dann sagt er, guck mal, das ist das Christentum. Sollen wir zu dir sagen, dass das der Islam war, was du gemacht hast? Anscheinend schon. Weil das ja ein Ding bei euch ist, dass ihr Mütter beleidigt, Väter beleidigt, Familien beleidigt und hast du nicht gesehen.
Also wie lächerlich willst du dich denn noch machen, Mann? Wenn du dich schämst, geh raus aus dieser Religion. Du hast nichts mit dieser Religion zu tun. Und es gibt Millionen von Muslimen, die sich in Grund und Boden schämen und erkannt haben, dass der Islam nicht die Wahrheit ist. Dass der Koran wissenschaftliche Fehler hat. Und wir haben Ali Dawas Statement, als er gesagt hat, the scientific miracles are debunked. Widerlegt. Alle scientific miracles, sogenannte wissenschaftliche Wunder, wurden widerlegt. Und er sagt, so what? We don't care, es ist uns egal. So seid ihr Muslime. Ihr wisst, dass der Koran ein fehlerhaftes Buch ist, dass Allah ein fehlerhaftes Wesen ist und ihr schmeißt alles unterm Bus. Ihr akzeptiert nichts, nichts. Gott sei Dank sind es Muslime, die das zugeben. Weil wenn ich das sage, keiner glaubt mir. Aber wenn auf einmal Muslime das sagen, sagen die, ah, er ist gar kein Muslim. So heftig ist das. Amir ist ein Christ, der lügt. Der ist ein Muslim, der ist ein Heuchler, der ist ein Munafir, der hat keine Ahnung. Egal wer kommt. Aber Gott sei Dank machen es selbst die Muslime und haben es erkannt. Und sagen, ja, es sind keine wissenschaftlichen Wunder im Koran zu finden. Die wurden alle widerlegt. Allah macht somit sehr viele Fehler. Und wenn er Fehler macht, dann ist er ein fehlbares Wesen und somit nicht Gott. Das war's. Was willst du denn da noch diskutieren, wenn selbst Muslime das zugeben? Das ist eine wissenschaftliche Katastrophe. Auch die Sure 23, Vers 12 mit der Embryologie und den einzelnen Stadien, wie Allah das beschreibt. Ja? Keinerlei Wort oder kein Satz verliert der Allah in Sachen Eibefruchtung. Gar nichts. Der Mohammed sagt einfach, wenn die Spermien des Mannes und die Spermien des Frauen sich vereinigen, so entsteht das Kind. Und deswegen habe ich gesagt, lies den Tafsir von Ibn Kathir, weil er zitiert die Sahaba. Und das war's. Und die Sahaba sind doch keine Idioten, die haben es doch direkt von Mohammed gelernt. Und dann sagt er, nein, die Frauen haben keine Spermien, aber dein Prophet sagt es doch, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Die Sahaba sagen das. Mohammed selber sagt das. Die Gelehrten sagen das. Aber dann kommt ein TikTok-Muslim im 21. Jahrhundert und sagt, nee, das ist nicht so. Arme, warum lachst du immer? Ja, genau aus so einem Grund, Mann. Wie Lächerlichkeit soll das noch mit euch sein? Wie lächerlich wollt ihr euch denn noch machen? Wie viel denn noch? Wenn der Koran Fehler hat, dann hat er Fehler. Dann braucht man dieses Buch auch nicht mehr zu folgen. Da muss man das klar und deutlich sagen, ja, Allah hat Fehler gemacht. Mohammed hat die damaligen Standards, der wissenschaftlichen Standards von griechischen Philosophen und Ärzten kopiert. Und das in sein Koran reingepackt, damit das schön klingt, damit das eventuell so einen göttlichen Status hat. Aber heute im 21. Jahrhundert können wir doch nicht mehr mit so einem Quatsch kommen. Und deswegen haben wir Gott sei Dank Ali Dawah, der wenigstens ehrlich ist und gesagt hat, alle wissenschaftlichen Wunder aus dem Koran wurden widerlegt. Es gibt keine. Und deswegen sage ich dir, mein lieber Muslim, du schwebst in allergrößter Gefahr. Solltest du mit dem Islam in den Tod gehen, kehrst du nicht mehr zurück, um eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Es wird eine Reise ohne Rückkehr und du kommst nicht mehr zurück, um zu sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir, ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Es tut mir so leid, dass ich mich vom Islam hat verblenden lassen. Dass meine Imame mich angelogen haben. Und dann wird es zu spät sein. Dann wird es zu spät sein. Dann wird es zu spät sein. Aber der ein oder andere Muslim, der hier drin ist und meine Worte hört, der ist schlau und prüft das alles nach. Und zig von Muslimen haben mir schon recht gegeben. Tausende. Ach. Sie wissen nur nicht, wie sie es ihren Eltern beibringen sollen. Und das ist das. Weil die Familie, weil die Freunde, weil die Gesellschaft sie daran hindert, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. So heftig ist das. Sie versperren ihnen somit den Weg zum ewigen Leben. Sie wollen eine Entscheidung raustreffen, aus Angst machen sie es nicht. Guck mal, wie traurig das ist. Wie traurig. Sie haben erkannt, dass der Islam nicht die Wahrheit ist. Zu zigtausenden, millionenfach. Sonst würde ja Al Jazeera nicht den Bericht rausbringen, auch andere Gelehrte das zugeben und sagen, ja, der Islam ist gerade in sich am Zerbröckeln. Weil im Zeitalter des Internets kann sich ja jeder selber schlau machen. Da braucht man sich nicht von so einem Geistlichen hinters Licht führen lassen.
Der Geistliche muss selber dahin rennen, wo ich hinrenne, zu den Ulama des Islams, um zu lernen, wie ein Vers überhaupt zu verstehen ist. Und wenn wir das machen, nimmt die Katastrophe ein riesen Ausmaß an. Deswegen sagen die meisten Muslime, ja, wir können noch nicht mal mehr Tafsire vertrauen. Ja, super. Die ganze Religion ist einfach ein Riesendesaster. Und das ist Klartext, wie ich hier spreche. Klartext, dass es direkt in eurem Hirn sich einbrennt. Dass der Islam keine wissenschaftliche Wunder hat, historische Fehler hat, ohne Ende den Koran genutzt hat, um an Frauen ranzukommen und an Geld und Macht. Und das sehen wir durch Sure 33, Vers 50, wo das eindeutig rauskristallisiert wird. Eindeutig. Er darf mit so vielen Frauen schlafen, vorausgesetzt, dass er es möchte. Und sein Gott erlaubt ihm das. Obwohl der Gott der Bibel sagt, nein. Unglaublich. Ja, meine Worte sind direkt. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich sprich das einfach aus. Ob es dir passt oder nicht. Wenn es dir nicht passt, dann musst du hier raus und dann musst du bei jemand anderem dir irgendwas so Kuschelmäßiges anhören. Dass du in Trance versetzt wirst, aber hier wirst du aufgeweckt. Unglaublich. Müsst ihr euch mal vorstellen, wo wir gelandet sind. Im 21. Jahrhundert, wo alles von denen übersetzt wird. Alles in ihren Internetseiten vorhanden ist. Man muss nur nachschlagen. Und dann kommen die und sagen, der Armee hat Unrecht, Armee lügt. Obwohl es da steht, dass Ibn Kathir die ganzen Sahaba zitiert. Große Sahaba, also die mit Mohammed direkt in Kontakt waren. Ja, und dann gibt es Muslime, die sich in Grund und Boden schämen und versuchen das Ganze ja, irgendwie zu erklären. Aber da gibt es ja gar nichts mehr zu erklären. Frauen haben Spermien, das aus den Rippen kommt, das sich in den Rippen sitzt oder hier im Halskettenbereich. Ja, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig? Im Halskettenbereich sitzt die Spermien der Frau? Und dann verwerfen sie die Gnade Gottes in Jesus Christus für eine Religion, in der Gott ihnen ein PNIS mit so dick und so lang wie eine Palme macht. Guckt euch das bitte an. Wo sie ihre eigenen Verwandten auseinandernehmen können im Himmelreich. Eigentlich müssen wir weinen darüber. Den ganzen Tag weinen. Möge der Herr Jesus Christus jedem Einzelnen die Augen öffnen. Jedem Einzelnen. 70 Jahre, habe ich ja gestern, habe ich das ja angesprochen, 70 Jahre lange Dauerorgasmen in Allahs Himmelreich. Er lebt in einer Stadt voller Hudis. Wie kann man seine Seele aufs Spiel setzen für das? Das ist für mich, das ist ein Rätsel, Mann. Jeder, der sich ein wenig beschäftigt mit Islam, würde sofort Abneigung dagegen bekommen. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr das nicht seht, ihr ganzen Muslime. Ja, ich weiß, was ihr macht. Wieder rumheucheln und das schön beiseite verdrängen. Das könnt ihr gut, ne? Verdrängen, diese ganzen Tatsachen verdrängen, dass sich das in den islamischen Schriften befindet. Schön verdrängen, unauthentisch, hat Blödsinn erzählt, die machen auch Fehler, genauso weitermachen. So geht man mit seiner Seele um, guckt euch das bitte an. Sobald es problematisch wird, wo die Gelehrten kein Problem damit haben, was für eine Agenda verfolgen sie denn? Wollen sie dem Islam schaden, die Großgelehrten des Islams? Nein, es stimmt alles, was die sagen, Mann. Sagt doch Quelle? Quelle? Okay. Quelle-Katalog. Quelle-Katalog. Ich hole Quelle-Katalog raus. Ihr wollt Quelle-Katalog? Ja, okay, kein Problem. Da holen wir Quelle-Katalog raus. Ja. SEX mit den eigenen Schwestern, Nichten, Großmüttern ist erlaubt bei euch im Himmelreich. Imam Al-Qurtubi sagte, im Himmel dürfen Männer mit allen Frauen SEX haben, die ihnen auf der Erde verboten waren, sind.
außer mit ihren Müttern und ihren Töchtern. Dadurch werden keine Kinder gezeugt. Somit ist der SEX vergleichbar mit ANAL-Verkehr und nicht verboten. Nur seine Töchter und seine Mutter darf einen Mann nicht punkten. Und es wurde berichtet, dass jedem Mann im Himmel ein PENIS gegeben wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Ist das so was? Ich könnte das noch 80 Millionen Mal vorlesen, damit das in euer Hirn reingeht. Ein PENIS so dick und so lang wie eine Palme. Sahuk! Riesig! Wie das wohl aussieht, wenn auf einmal Abul Bara, Pierre Vogel, Sheikh Ibrahim im Himmelreich ankommen und Allah ihnen sofort diesen Palmen-PENIS gibt. Boah, dann sind die dann nur am Rumschwingen. So. Und dann sagen die Amir, warum lachst du? Genau aus solchen Cartoon-Gründen. Genau, weil das da versetzt sich Bilder in meinem Kopf. Das macht mich... Ist das nicht bei euch auch so, sobald ich sowas erzähle, dass ihr sofort diese Bilder im Kopf bekommt, dass ihr darüber lachen müsst? Ich bin doch nicht der Einzige. Ihr teilt doch genauso den Humor von Dr. Schirra vor mir. Das hört sich heftig an, ne? Eigene Verwandten im Himmelreich. Eigene Quelle bitte. In Tuhfatul Habib al-Shari al-Khatib auf der Seite 353 von Imam al-Qurtubi. Ja? Der große malikitische Rechtsgelehrte. Imam al-Qurtubi. Jetzt sag mir, dass Imam al-Qurtubi ein Idiot ist und der keine Ahnung vom Islam hat. Zu glauben, dass al-Qurtubi einen Fehler gemacht hat, grenzt an Lächerlichkeit. Macht das! Greift euren eigenen Gelehrten an! Greift Imam al-Qurtubi an! Eine andere Quelle, die besagt, dass ihr SEX mit euren Verwandten haben wird und dass der PENIS riesengroß und so dick wie eine Palme gemacht wird, ist in Al-Bujairimi, Al-Khatib, Band 4, Seiten 78. Das könnt ihr mit eurem Imam durchgehen, mit eurem Sheikh, mit euren Shiuchs. Die sollen das mal thematisieren. Die sollen das thematisieren in ihren Predigten. Ich möchte sehen, ob sich einer traut und sagt, ja, wir stehen zu unserer Religion. Allah hat uns das versprochen. Dann ist das so. Mal gucken die Reaktion der Muslime in Europa. Die würden denjenigen so auslachen und so fertig machen. Keiner von den sogenannten Dawah-Teams würde sich wagen, so eine Predigt zu halten darüber. Keiner. Nur einen einzigen habe ich gesehen, der darüber berichtet. Und das war so ein Sheikh aus, weiß ich nicht, Syrien, der darüber berichtet hat, dass die Dauerorgasmen 70 Jahre sind und dass die Hulis dir auf die Schulter schlagen, weil ein Mann hat es ja gern, dass die Frauen jemanden auf die Schulter klopfen. Möge der Herr Jesus Christus uns immer bewahren vor so einem Wahnsinn. Deswegen seid Gott dankbar, dass ihr den Herrn Jesus Christus erkannt habt, dass ihr ihm folgen dürft, dass ihr euch Christen nennen dürft, dem heiligen und reinen Jesus Christus folgen und nachfolgen und euer Kreuz auf euch nehmen dürft. Wie herrlich bist du, Herr Jesus Christus, der uns nicht sowas hier gibt, der uns Heiligkeit verspricht. Daran merkt ihr immer wieder dieser Vergleich, den ich ziehe, zwischen Heiligkeit und Unheiligkeit. Und ihr seht das immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Durchweg. Es zieht sich wie ein roter Faden. Zack. Durch. Wie eine rote Linie. Lass mich mal ganz kurz gucken. Yes, that's a total okay. Lie.
anschließend. Ah, dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämon... Hört mal bitte! Mohammed A. dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämon besessen war. B. versuchte mehrmals Selbstmord zu begehen. C. gab zu, mal Offenbarungen vom Teufel übermittelt zu haben. D. beschwerte sich, ein Opfer von einem magischen Zauber zu sein. E. unterstützte seine Religion dadurch, dass er Menschen ausraubte. F. begann einen Krieg mit Mekka, obwohl er die Chance hatte, in Frieden in Medina zu leben. G. ließ Leute ermorden, die seine Religion kritisierten. H. köpfte hunderte von Juden dafür, dass sie versuchten, sich zu verteidigen. I. befahl seinen Anhängern, jeden hinzurichten, der seine Religion verlässt. J. befahl seinen Anhängern, gewaltsam die ganze Welt zu unterwerfen. K. ließ jemanden wegen Geldes foltern. Weißt du, was das Grandiose an diesen Videos ist, zwischen diesen ganzen Vergleichen? Dass der David Wood, der hat das ja erstellt gehabt und alle haben das ja übersetzt, dass er genau auch die Quellenangaben nennt, damit Muslime auch schön die Klappe halten und selber nachschlagen, was eigentlich damit gemeint ist. Damit es keine Ausrede mehr gibt. Habe ich euch nicht gesagt, im Zeitalter des Internets gibt es keine Ausrede mehr. Auch dafür hat Gott gesorgt, dass kein Muslim eine Entschuldigung hat, weil er faul war oder sich nicht hingesetzt hat und dem Ganzen nachgegangen ist. So ist das. L. kaufte, verkaufte, besaß und tauschte schwarze afrikanische Sklaven. Wahnsinn, M. nannte Äthiopier Rosin. Er hatte schwarzafrikanische Sklaven, tauschte und verkaufte sie. Und dann gibt es Afrikaner, die den Mohammed so voll loben, preisen und so. Unfassbar, ne? Die den Islam voll schön finden und alles Mögliche. Obwohl Mohammed schwarze Sklaven hatte und sie vertauschte und verkaufte. Äthiopier Rosinenköpfe und sagte, dass dieser Al-Nabtal aussieht wie ein Teufel. Das war so ein schwarzer, großer Mann. Köpfe und behauptete, dass Satan wie ein schwarzer Mann aussieht. Ja. N. hatte Sex mit einem 9-jährigen Mädchen. Unglaublich. O. hatte zu einem Zeitpunkt mindestens 9 Frauen, obwohl seine eigenen Offenbarungen nur 4 erlaubten. P. Seht ihr? Mohammed hatte zu einem Zeitpunkt 9 Frauen. Obwohl Allah in Sure 4, Vers 4 sagt, ihr dürft nur 4 Frauen haben. Sein Wort und seine Art und Weise ist höher als Allahs Wort. Merkt ihr? Allah sagt das eine, Mohammed macht das andere. Somit ist Mohammeds Handlungen und Taten höher als die von Allah. Unglaublich, ne? Er steht über dem Gesetz, er steht über Allahs Worten, der Mohammed. Ist das nicht krass? Und es ist nur ihm erlaubt. Die Muslime dürfen nur 4 Frauen und so viele SEX-Sklaven, wie sie wollen. Das ist ihre rechte Hand, die sie besitzen. Aber Mohammed durfte regulär mit jeder Frau heiraten, vorausgesetzt, dass er sie will. Unfassbar, ne? Heiratete die Frau seines eigenen adoptierten Sohnes, nachdem er die Scheidung dadurch verursachte, dass er nach ihr lüstete. Q. hatte Sex mit einem Sklavenmädchen. R. brach das Versprechen, nicht mehr Sex mit seinem Sklavenmädchen zu haben. Er gab das Versprechen seiner Frau, nachdem er beim Sex mit seinem Sklavenmädchen in dem Bett seiner Frau Hafsa erwischt wurde. S. erlaubte seinen Anhängern, ihre weiblichen Gefangenen zu vergewaltigen. T. nahm die schönsten Gefangenen in sein eigenes Zelt. U. Der Mohammed hat immer dafür gesorgt, dass er die schönsten Frauen bekommt, die beste Beute, alles steht ihm. Alles gehört ihm. Und dann der Rest können dann die Sahaba und die ganzen Dschihadisten unter sich aufteilen. Aber das Schönste und das Beste von den ganzen Sachen gehört immer Mohammed. Unglaublich. Müsst ihr euch mal vorstellen, so eine GmbH zu gründen, wo der Chef so immer das Beste bekommt, wenn die Leute da ausrauben, so Einbrüche machen, Raubüberfälle machen und dann kommen die und sagen, hier, bitteschön, Chef, hier ist... Die beste Rolex mit fettesten Diamanten gehört dir und diese billige für 10.000 Euro, das ist dann für uns. Unfassbar, ne? Er sagte seinen Anhängern, dass sie ihre Frauen zum Gehorsam schlagen können. V. sagte, dass Frauen dumm sind und ihr Zeugnis unzuverlässig ist. Ihr Frauen seid in den Augen Mohammeds dumm. Eure Zeugenaussage wird nicht vor Gericht verwendet. Es müssen immer 2 Frauen kommen, um die eine zu ändern. Und dann sagen die Muslime, der Islam hat den Frauen Rechte gebracht. Mohammed war der beste Mann. Der hat immer nur gut über Frauen gesprochen. Ja, ich sehe, wie gut der Islam zu Frauen ist.
die Lage der Frauen hat sich so verändert, als Mohammed Prophet wurde. Wir sehen anhand des Beispiels von Khadija, diese mächtige und reiche Kauffrau, die ebenbürtig war zu den Quraysh. Ja? Männer und Frauen in dem Stamm der Quraysh waren ja ebenbürtig. Sie waren reiche Geschäftsfrauen. Und heute sehen wir, dass noch nicht mal eine Muslima ohne die Erlaubnis ihres Mannes das Haus verlassen darf. So sieht's aus. Und diese Khadija hatte mehrere Männer. Mohammed war einer davon. Unglaublich. W förderte götzendienerische Praktiken, wie den schwarzen Stein zu küssen. X wiederholte Geschichten, die auf Fälschung basierten, und gab sie als Gottes Offenbarung weiter. Y porträtierte Gott als betrügerisch und Jesus als einen totalen Versager. Seht ihr? Wie der Mohammed durch Sure 457 den Menschen den Weg zum ewigen Leben versperrt, um die Kreuzigungsszene des Herrn Jesus Christus, wo Allah alle betrügt und es aussehen lässt, als würde Jesus dort hängen. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn du dich intensiv damit beschäftigst, was Allah da überhaupt am Kreuz getan hat. Er hat also jemanden transformiert, der so ähnlich aussieht wie Jesus, betrügt alle Beteiligten an der Kreuzigung. Jesus ist da in der Ecke, also dieser Isa steht da in der Ecke, schaut dabei zu, lacht sich einen ins Fäustchen und denkt so, ah, guck mal, die denken alle, dass ich das bin. Danke, mein betrügerischer Allah. Und dann lässt Allah das Christentum entstehen. 600 Jahre lässt er das einfach entstehen mit Dreieinigkeit, Konzil zu Nicea und hast du nicht gesehen? Und dann kommt er mit einem Vers in sein neues Buch und sagt, nein, Jesus Christus wurde nicht gekreuzigt. Es erschien nur vielmehr so. Durch die Ausleger habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht war es Judas, vielleicht war es dies, vielleicht war es das. Ihr könnt euch aussuchen. Es gibt ein Ikhtilaf, eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Wir sind uns nicht sicher, wer am Kreuz genagelt wurde. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Und jetzt was? Hielt mehr Menschen in der Geschichte davon ab, den wahren Gott zu kennen, als jeder andere falsche Prophet in der Geschichte. So sieht's aus. Nun, wenn wir den Islam anhand der Person und der Lehre von Mohammed beurteilen, zu welchem Schluss kommen wir dann? Zu welchem Schluss? Das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. Wir bewerten das Christentum. Seht ihr? Sobald man Dämon aus. L. Erweckte Menschen von den Toten. M. Machte Lahme gehend. N. Gab Blinden das Augenlicht. O. Ließ Taube hören. P. Gab seinen Jüngern die Macht, Dämon auszutreiben. Q. Sagte, dass die Friedfertigen die Kinder Gottes heißen werden. R. Und dass die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen werden. S. Befahl seinen Anhängern, ihre Feinde zu lieben. T. Sagte, dass wer das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen soll. U. Erduldete Folter und den Tod für unsere Sünden. V. Bat seinen Vater, denen zu vergeben, die ihn kreuzigten. W. Stand von den Toten auf. X. Gibt uns seine Gerechtigkeit. Y. Bittet für uns. Z. Ist das ganze Gericht übergeben. Wenn wir also das Christentum anhand der Person von Jesus beurteilen, dann müssen wir sagen, die beste Botschaft aller Zeiten. Mohammed, ist das herrlich, die beste Botschaft aller Zeiten. Ich habe Gänsehaut bekommen. Durch Jesus Christus ist das gesamte Universum entstanden. Wahnsinn. Das haben wir zu Genüge in den ganzen Versen der Heiligen Schrift des Neuen Testaments. In Kolosserbrief, Hebräerbrief, alles voll. Wer mir nach diesem Video noch sagt, dass der Herr Jesus Christus nicht wert ist, ihm zu folgen, der hat sie nicht mehr alle. Der hat sie wirklich nicht mehr alle. Also jemand, der nie jemanden irgendein Haar gekrümmt hat, der so schöne Worte gewählt hat, der Menschen sehend gemacht hat, der Leprakranke geheilt hat, der Dämonen ausgetrieben hat, der den Leuten Frieden angeboten hat, der so viele gute Sachen getan hat. Es ist für mich unvorstellbar, wie kann man dem Herrn Jesus nicht folgen? Wie kann
kann man ihn überhaupt mit irgendjemandem vergleichen? Er ist mit niemandem zu vergleichen. Er steht über der gesamten Schöpfung. Denn wir sollen so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und war gehorsam bis zum Kreuz. Ja, bis zum Tod sogar. Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu Christi sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind, und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ihr werdet eure Knie beugen, ob ihr wollt oder nicht. Es steht in der Heiligen Schrift und die Heilige Schrift hat recht. So sieht's aus. Hochgelobter Gott in Ewigkeit, der Herr Jesus Christus. Römer 9,5. Der Name, der über allen Namen steht, egal welcher Name, Jesus Christus ist der Name, der über allen Namen steht. Gott sei Dank, danke, Herr Jesus Christus. Und der Erste, der schreibt, du bist verloren. Hi, hörst du mich? Ja, ey, ich wollte dich. Okay, ey, ich wollte dich fragen. Ich bewundere dich so sehr. Ich gucke deine ganzen Videos und ich bin von dir auf jeden Fall sehr begeistert und mach so weiter. Ich gucke alle deine YouTube-Videos und du bist ein richtig guter Mann. Du verkündest. Und wenn man hier so auf TikTok guckt, die ganzen, also die anderen Muslime, und ich glaube, du würdest den allen die Köpfe waschen und reinigen und die auf den richtigen Weg bringen. Weil ich habe gesehen, du hast ja auch mal mit diesem einen da von Abu Chaka da gesprochen. Vielleicht musst du noch mal ein Gespräch führen mit dem Arafat und so und dem auch mal so richtig den Kopf waschen. Und weil der hat ja so viele Leute hinter sich. Und wenn du das tust, dann glaube ich, dann werden sich vielleicht alle Muslime in Deutschland ändern. Das wär ein Traum, wenn du ganze Muslime erreichen könnte. Mit alle ja, Zeige und in den Händen. Genau. Die Leute, die, wie heißt das, die, du verkündest das. Jetzt wollte ich dich noch was fragen. Steht auch in dem Koran drinne, weil der islamische Staat das, wie sagt man das, missbraucht. Kommt der gleich? Moment. Amir, ja, steht im Koran geschrieben, schlag den Ungläubigen die Köpfe ab. Ja, Sure 47,4. Und das nutzt der islamische Staat aus. Natürlich. Und die ganzen Terroranschläge, die töten ja nur im Namen Allahs und die wissen gar nicht, was für einen Schaden die damit auf der Welt anrichten. Ja, denen ist das egal. Sie wollen Allah und Mohammed gefallen. Und glaubst du auch in der ganzen Türkei, ob der Erdogan oder im Iran oder scheißegal in welchem muslimischen Land, wer da regiert, denen ist das auch scheißegal, den ganz oben, den Präsidenten? Was meinst du? Gott segne Serkan. Hörst du mich?
Ich glaube, mit der Verbindung war irgendwas nicht in Ordnung, aber jetzt geht's. Nee. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Ich wollte dich nur sagen, glaubst du, die ganzen Präsidenten in den islamischen Ländern, in den osmanischen, dass die da auch für die Leute nichts tun und auch in den Ländern, dass der Christenanteil so minimal ist und der Islam so groß, wo der Islam so groß ist, dass sie den kleinen, minimalen Christenanteil die Leute vielleicht zerstören wollen? Ja, die Christenverfolgung, diese Christenverfolgung. Ja? Ja, die wird stattfinden. Ja, der Jesus Christus hat uns ja schon gewarnt. Denn wenn wir ihnen folgen, wird auch eines Tages, oder wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir Verfolgung erleiden müssen. Ja. Ich höre dich doppelt und dreifach oder was? Ich höre dich normal. Hört ihr mich normal oder? Doppelt, ja. Ja, mal einige hören mich doppelt, einige nicht. Aber ganz ehrlich, guck mal. Komm ich klar und deutlich rüber? Ja, du kommst, für mich kommst du klar und deutlich, verstehe ich dich. Ja, auf jeden Fall, ich versuche jetzt einfach weiterzureden. Dass der Herr Jesus Christus uns schon gewarnt hat, dass seine Zeit kommen wird, und eben Menschen enthüllt werden und sagen, dass sie Gott einen Priester erweisen wird. Und das macht der Islam. Sie denken, dass sie Gott einen erweisen, indem sie Christen umlegen und Juden und andersgläubige. Ja. Das ist auch nicht richtig. Das siehst du ja auch in Israel. Ne, in Israel, was da los ist, ne? Da in Palästina, in Jerusalem, ne? Ja. Die hauen sich ja da das ganze Leben so lange und dahin zu reisen, das ist auch eine gefährliche Angelegenheit, ne? Hast du denn selber deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Fangen wir mal anders. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf der Seite vom Herrn Jesus Christus. Hast du dein Leben und deine Seele ihm übergeben? Ja. Amen. Halleluja. Wer ist der Herr Jesus Christus? Ja, der einzige wahre Gott. Amen. Wer an mich glaubt, der wird niemals sterben und der wird immer ewiglich leben. Sehr gut. Warst du früher mal Moslem oder was? Ja, kurz oder so, aber nicht lang oder so. Ja, nicht so lang, weißt sei, du, ey. Sei ehrlich, wenn du keiner warst, dann warst du keiner. Wenn du einer warst, dann sag ich, ja, dann war ich. Ich war, aber weißt du, ich hab meinen Eltern habe ich überredet und so. Und jetzt sind die auch zum Herrn Jesus Christus über. Ah, deine Eltern hast du auch geholfen. Ja, genau. Die gehen auch am Sonntag in die Kirche statt in die Moschee. Ja, ich habe ein Wunder habe ich vollbracht. Aber ich will nicht, dass du mich anlügst. Ist das jetzt ehrlich, ernst? Ja, ehrlich, das ist ehrlich. Ist ehrlich an mir, ist kein Witz. Ich hab das gemacht, weil die haben mir selber gesagt, dass da im Koran Unfug drin steht und das, was die Propheten da und so. Und auf jeden Fall, die wollten das auch selber, weil die haben gesagt, die mögen lieber einen Gott, der von Liebe redet, als ein Gott, der, keine Ahnung, Hass, irgendwelche Krieger schickt, Leute tötet. Also lieber einen liebenden Gott, als einen, der nur Hass versprüht. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Danke dir für deine Zeit, deine Worte. Ja? Was ich dich noch kurz fragen wollte, und wie sieht's bei dir aus? Hast du noch so Geschwister? Ja, ich habe Geschwister. Und hast du die auch schon versucht, zum Herrn Jesus Christus rüberzuführen? Oder deine Eltern? Ja, mein Bruder Abu Hetzerei ist ja schon im Glauben drin, ne? Ja?
Ja, da hast du schon mal was gut gemacht. Aber deiner Mutter und deinem Vater? Da ist es ein bisschen schwieriger, weil die noch von der alten Schule sind. Naja, aber ich glaube, wenn du denen das so schön erzählst, du bist ja ihr Kind und die lieben dich ja als ihr Kind und dann werden dir das nicht übel nehmen, weil da kommen sie bestimmt dann auch auf den richtigen Weg. Gott segne dich. Macht's gut, mein Bester, ja. Gut. Wie komme ich jetzt raus? Ja, der Herr segne ihn, ja. Wo komme ich raus? Dr. Shera Abu Amir und seine Morning Show, legendär, hä? Sei ehrlich, die Morning Show von Dr. Shera Abu Amir ist schon legendär, ne? Aus seinem Hetzmobil hier. Die Muslime denken, dass ich so Geld dafür bekomme. Die fragen immer, wie viel Geld bekommst du hier für diese Sache, was du da machst? Ich sag zu denen null und nichtig. Nicht einen einzigen Cent. Nicht einen einzigen Cent. Ich muss meinen Lebensunterhalt selber bestreiten. Muss selber kochen, muss selber meine Schiffe waschen, weil der Schneckabermehl auf sich selbst alleine gestellt ist. Alles sag mal, im Wörterbuch. Ja, ist das herrlich, ey. Köstlich. Dr. Scherer, aber muss man sein tragbares Akku-Gerät mal anschieben. Wie der Hetosaurus. Ja, genau. Hetzosaurus. Tyrannosaurus. Nee, Tyrannosaurus Hetz. Hetzosaurus. Ich geh kaputt, ey. Ja, ihr seid echt cool drauf, ey.
Sei doch nicht so. Show some love.
Hey Amir, Gottes Segen sei mit dir. Danke auch mit dir. Gott segne dich und deine Familie. Amir, Alter, erstmal muss ich mich entschuldigen dafür. Ich habe gesehen, du warst gestern ganz kurz bei mir drinnen und ich wäre bald ausgeflippt, dass du zu so einem blöden Zeitpunkt gekommen bist. Ich würde gerne mich mal richtig mit dir unterhalten, Mensch, Alter. Aber hier laufen so viele Gehirnakrobaten durch die Gegend, weißt du? Du kennst das ja selbst. Ja. Amir, ich hab so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal danke dafür, dass du mich hochgenommen hast. Amir, kann das manchmal sein, ich kriege das immer und stelle das immer mehr fest, dass die pure Unwissenheit bei so vielen Muslimen über ihren eigenen Glauben ist, der dazu führt, dass diese eigentliche Problematik überhaupt da ist? Das kann ja von der Sache her gar nicht normal sein, wenn man sich das mal überlegt. Du kannst ja, ja uns, jeden einzelnen... Für uns ist das natürlich eine Katastrophe, aber einige Muslime akzeptieren das und die anderen leugnen das. Und ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte aber trotzdem Muslime bleiben. So ist das. Das ist Unehrlichkeit. Das ist ja, das, und da komme ich gleich zu dem nächsten Punkt. Sag mal, Amir, es ist ja an dem, wenn du diesen Muslimen erklärst, wie ihr Glaube eigentlich richtig funktioniert, dann ist das für die ja wie ein Weltuntergang. Ja. Weil sie auf einmal merken, all das, woran sie geglaubt haben, ist der größte Blödsinn überhaupt. Ja, das ist sehr, sehr schwierig für sie. Sehr schwierig. Sie wehren sich, indem sie dann physische Gewalt anwenden. Das ist das. Und ich frag mich die ganze Zeit, und da komme ich gleich direkt auf deinen Namen. Sag mal, wie schlimm war das für dich, als du gemerkt hast, an was du da eigentlich glaubst? Ultra schlimm. Sehr, sehr schlimm. Ich dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum sehen die anderen das nicht? Und dann habe ich immer an die Worte meines Bruders gedacht, als er sagte, die Herzen sind verdorben. Die Herzen sind es, die das nicht zulassen wollen. Das ist das. Sie sehen es alle mit ihren Augen, aber das Herz lässt es nicht zu, weißt du? Aber es gibt doch so, mal ganz ehrlich, ich brauche mich mit dem Glauben ja noch nicht mal richtig auseinanderzusetzen, um zu wissen, dass wir hier in einem christlich geprägten Land mit dieser Sache ein arges Problem haben. Das kann es doch alles nicht mehr sein. Ich weiß gar nicht, Herr Jesus Christus wird dieses Land bzw. Europa durch die Hand der Muslime strafen. Das hat er auch im Alten Testament gemacht. Sobald Israel, das Volk Gottes, immer untreu geworden ist und dem Herrn Jesus nicht gedient hat, sozusagen, als er in seiner göttlichen Form war, hat er umliegende Völker benutzt, um Israel zu strafen. Wegen seinem Abfall vom Glauben und hast nicht gesehen. Und das Gleiche wird Europa widerfahren. Weißt du was, weißt du, wie ich mir vorkomme, so als Christ hier, als wenn wir unterwandert werden? Bitte was? Als wenn wir unterwandert werden. Und geordnet werden? Unterwandert. Dass wir unterwandert, ja, natürlich, klar. Weil das ist so geworden. Weil ich habe ja gestern mit meinem Bruder auch darüber gesprochen, dass die Elite ja nicht irgendeinen Quatsch hier macht, um so viele Menschen wie möglich hier reinzulassen. Das ist schon geplant. Zu 100%. Und weiter, dass die Einzigen, die wirklich gewaltbereit sind, sind diejenigen, wer sind das? Wer sind die Gewaltbereiten hier? So sieht es nämlich aus. Und das ist immer so diese Sache. Deswegen ist es mir so wichtig, weißt? Mir so wichtig, dass man das, was du da machst, müsste viel mehr stattfinden. Viel mehr. Weil leider, ich mach ja politischen Content. Und ich bin da sehr, sehr orientiert. Und gerade weil meine Partei, die Partei, der ich dazugehörig bin, sehr kritisch gesehen wird in diesem Moment, habe ich immer und immer wieder die Problematik, dass Muslime reinkommen und mich versuchen, davon zu bekehren, dass beispielsweise die Scharia eingeführt werden sollte. Dass die Scharia ja nur Gutes bringt. Weil mit der Scharia wären so viele Probleme ja gar nicht da. Und die Muslime am Ende nicht verstehen. Und da gehe ich dann immer bei. Warum hast du den Leuten dann nicht entgegnet, wenn die Scharia so viele Probleme löst? Was suchst du dann in einem Land, wo es so viele Probleme gibt? Dann geh doch in ein Land, Saudi-Arabien, Iran, Sudan und Teile von Pakistan und so, da kannst du dort Scharia leben. Denn du hast doch ein Problem mit dieser westlichen Welt. Du willst doch über Allahs Religion oder willst du rumheucheln? Dann geh und such dir einen islamischen Staat, da kannst du in Ruhe problemlos leben. Da brauchst du ja nicht mit uns hier zu leben. So einfach. Das ist ja das Problem. Da geht es ja schon wieder los. Da schlägt die Unwissenheit wieder zu.
da sagen sie zu dir, aber es gibt kein Land, wo die Scharia ausgelebt wird. Ja, das ist eine blöde Behauptung. Jetzt in Afghanistan hat die Taliban die Macht und sie sind authentische sunnitische Muslime. Für die Schiiten ist Iran zuständig. Ganz einfach. Das Schlimme ist, die voranschreitende Islamisierung. Die wollen den Islam nicht, verstehst du das nicht? Die wollen Deutschland einnehmen. Weil ja, was haben ich sag das ja. Deswegen, was haben die denn davon, wenn die ein Land wie Pakistan einnehmen und so? Gar nichts. Aber was haben die davon, wenn sie hier das Land einnehmen, Europa einnehmen? Weil hier so viele Städte und Güter sind und sehr, sehr schöne. Sehr gut. Du Amir, aber das Schlimme ist, die voranschreitende Islamisierung, die hat ja schon stattgefunden, die ist ja im vollen Gange. Wenn ich mir beispielsweise überlege, die Grüne Partei beispielsweise ist am Prüfen, ob Teile der Scharia in Deutschland eingeführt werden könnten. Das muss man sich mal überlegen. Und dann kommt ja mit dazu, es ist ja eigentlich schon im Gange. Friedensrichter sprechen Recht. Das muss man sich mal überlegen. In Deutschland, dass das überhaupt möglich ist. Dann die Beschneidung der Frau. Alter, das ist eine Verstümmelung. Und das am Ende, ich kapiere das nicht. Deswegen regt mich das so auf, weißt? Entschuldige erstmal dafür. Aber am Ende ist es so, das alles ist mit dem Grundgesetz, mit unserem christlich geprägten Land, mit dem Leitfaden des Grundgesetzes, alles nicht vereinbar. Wieso kapieren die das nicht? Die machen das, was sie hier so sehr, sehr wertschätzen, komplett kaputt. Ja. Die meisten Muslime sind auch gar nicht unter der Scharia, würden auch niemals klarkommen, wenn zum Beispiel ein islamischer Staat gegründet wird unter der Autorität eines Prinzen, der Prinz der Gläubigen. Das wird also eine Schreckensherrschaft. Und das haben wir gesehen im Irak und Syrien, als der islamische Staat das Kalifat ausgerufen hat. Und da hast du mal gesehen, was es heißt, unter der wahrhaftigen Scharia zu leben. Ja. Du, unter der wahrhaftigen Scharia zu leben, ist für mich das Menschenverachtendste überhaupt. Das kann es doch nicht sein. Und deswegen finde ich das so wichtig, was du hier machst, um den Leuten mal zu sagen, hey, passt mal auf, guckt mal hin. Die Mutter ist doch so wichtig bei euch. Wenn die Mutter so wichtig bei euch ist, wie kann das sein, dass wenn eine Mutter mal einen Fehltritt macht und von 4 unabhängigen Zeugen erwischt wird, dass der eine Strafe droht, die aber gar nicht gut für die Frau aussieht? Und dass auch sie ist dann eine Mutter. Ja. Das sind Widersprüche in sich. Und das so zu verteidigen, so vehement zu verteidigen, ich könnte ausflippen. Ich kapiere das alles nicht, ohne Scheiß. Und das wird ja immer schlimmer. Und da geht es dann los in diese Richtung, wo ich dann bei bin. Im politischen Content kannst du Politik mittlerweile nicht mehr von Religion trennen. Das ist unnormal. Und dabei sollte genau das doch aber eigentlich sein. Mein Glaube gehört mir. Der gehört nur mir ganz alleine, niemand anderem. Ich kann auch nicht meinen Glauben jemand anderem aufzwingen. Du lebst auf Allahs Erde und wenn du nicht Allahs Befehle befolgst, dann hast du auch nichts hier auf dieser Erde zu suchen. Mensch, Mohammed war ein Mensch. Das war ein Mensch. Der hat hier auf unserer Erde gelebt. Das war ein Mensch. Das soll jedem Pragmaten klar sein. Das war ein Mensch. Sie richten sich nach dem Worte eines Menschen. Ja, für sie ist er aber nicht nur ein Mensch, sondern ein Prophet Gottes. Da haben wir das große Problem. Und deswegen sagt der Koran ja auch, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Das ist eine sehr, sehr große Sache. Und wenn Mohammed etwas gesagt hat, dann wird das in die Tat umgesetzt. Das ist das. Aber mal ganz ehrlich, wir leben im Jahr 2023. Wir leben nicht mehr 600 nach Christus oder weiß ich was. Ja, aber wir leben im Jahr 2023. Das kriegst du aus den Köpfen nicht von denen raus, weil Mohammed selber gesagt hat, wenn ihr sozusagen sinngemäß authentische Muslime sein wollt und zu der geretteten Gruppe gehört, dann müsst ihr meiner Generation folgen und die Generation der Generation. Also die ersten 3 Generationen der Muslime sind die besten Muslime. Und deswegen gehen sie wieder zurück. Deswegen werden sie zu Salafis sozusagen, also sogenannte Salafis, weil sie zum Ursprung wieder zurückkehren wollen. Ey, das muss man sich mal überlegen. Dann fängt das Gefährliche fängt dann da an. Und dann siehst du, dass diese Sachen, die im 6. und 7. Jahrhundert passiert sind,
die Muslime auch im 21. Jahrhundert anwenden wollen. Ja, da ist die große Unterschied. Aber das passt nun mal nicht mehr rein, wenn man ganz ehrlich. Ja, für dich passt das nicht rein. Aber versuch das diesen Millionen von Leuten mal zu verklickern. Die wollen die Scharia, die wollen die Versklavung der Menschheit und alles Mögliche. Sklavenhandel ist im Islam eine Tugend. Sklaverei wurde auch niemals abgeschafft im Islam. Ich verstehe auch nicht, so doof wie sich das anhört. Das nimm mir jetzt auch nicht, das nimm mir jetzt auch nicht krumm an mir. Aber ich finde eigentlich normalerweise müsstest du nicht deine Eltern überzeugen, dass sie da einem komischen Glauben hinterher eifern, sondern deine Eltern hätten dich überzeugen müssen. Weißt du, wie ich das meine? Meine Eltern hätten mich überzeugen sollen. Ja, in dem Moment, weil es ist ein Generationsproblem in meinen Augen auch. Weil diese Unwissenheit des Glaubens selbst, die wird weitergegeben. Von Generation zu Generation. Und die einzelne Person, der junge Bengel, der von Papa zu hören kriegt, daran hast du zu glauben. Das ist das, was für dich Gesetz ist. Danach leben wir. Der müsste normalerweise mit so viel Wissen vorangehen, dass er sagt, pass auf, wenn du daran aber glaubst, dann musst du wissen, dass das und das passieren kann, dass das und das Phase ist. Und das ist ein eigentliches Problem. Diese Unwissenheit, die wird immer schlimmer, weil sie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ja, natürlich, wenn du in einer Familie aufwächst, wo dein Vater voll selber diese Ansichten vertritt und so voll extrem in der Religion ist, natürlich wird aus dir auch so einer. Weil dein Vater dich indoktriniert. Nur in verschiedenen, vielen anderen Fällen ist das so, dass die Söhne oder beziehungsweise auch die Töchter sich losreißen von diesem religiösen Wahn. Verstehst du? Ich soll dir irgendeine Frage stellen. Halt mit. Die meisten ziehen halt mit. Ja, das ist das. Ich soll dir irgendeine Frage an dich übermitteln, aber ich finde die Frage nicht, Herr Ralf Bier 6. Du, Amir, am Ende ganz ehrlich, ich würde mich wirklich mal darüber freuen, falls du nochmal durchschneist. Ne? Okay, Gott segne dich, ja, mein Lieber. Wollte ich sagen, dich auch, dich und deine Familie. Okay, mach's gut, ciao. Bis dann. Ciao. Olli ist da. Olli. Hallo, Gottes Segen, Amir. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch. Ich wollte einmal fragen, wie hieß das Video, was du vorhin abgespielt hast mit Jesus-Mohammeds-Vergleich? Das ist von dem Bruder Sveti Du. Er hat das hochgeladen. Bei meinem alten Account wurde das gelöscht. Aber wo kann man das finden? Auf YouTube oder auf deinem TikTok-Account? Bei TikTok musst du da rein. Ich werd das jetzt nochmal veröffentlichen. Ja, das wäre super. Warte mal. Das muss jeder teilen, dieses Video. Werde ich im Laufe des Tages machen. Ich muss mal ein sehr, sehr wichtiges Video abspielen, was TikTok auch sofort bei mir gesperrt hat, komischerweise. Aber bei jemand anderem, das immer noch läuft, das ist heftig. Hört ihr das mal an, was die mit dem Namen Maria machen, mit dem Namen von der Mutter von Jesu, von unserem Herrn. Was die Gelehrten sagen, guckt ihr das mal an, was Mariam bedeutet. Hör mal zu. Hört euch das mal bitte an. Kommen wir zum zweiten Teil, und zwar Mariam, die Mutter von Isa im Islam. Im zweiten Teil dieser Serie werde ich die versteckte Bedeutung hinter dem islamischen Namen Mariam offenlegen, so Gott will. Schau dir davor den ersten Teil an, bei dem es um die Bedeutung des Namens von Isa geht. Ich werde den Link für dieses Video in die Beschreibung hineinpacken. Ich warne euch hiermit, denn dieses Video könnte euch schocken, weil viele von euch zu diesem Thema wahrscheinlich vorher noch nie etwas gehört haben. Noch nie. Sogar ihr Muslime, ihr werdet verstört und angewidert sein über das, was ich euch gleich aus den islamischen Büchern zeigen werde bezüglich der wahren, versteckten Bedeutung hinter dem Namen der Maria im Islam.
Wenn wir Muslime fragen, wer Maria im Islam ist, werden sie ohne zu zögern sagen, dass sie die beste und am meisten respektierte Frau im Islam ist. Aber ist das wirklich wahr? Okay. Lass uns mal sehen. In Al-Iftan fi Ulum al-Quran, Volume 2, page 373, by Jalal al-Din al-Suyuti, Hadith number 5550, we can read, وَمَعْنَى مَرْيَمْ بِالْعُبْرِيَّ الْخَادَمْ وَقِيلْ الْمَرْأَ الَّتِي تُغَازِلَ الْفِتْيَانِ. Übersetzung, Mariam bedeutet die weibliche Dienerin, aber auch eine Frau, die mit Jungs flirtet. Unfassbar. Mariam, die Mutter, also der Name Mariam, bedeutet sowohl auch eine Frau, die mit Männern flirtet, also so eine Slut. Und Millionen von Muslimen heißen Mariam und wissen gar nicht, warum sie, was ihre Bedeutung eigentlich des Namens ist. Guck mal, wie sie die Mutter von Jesu diffamieren. Guck mal hier, weiter, hör mal. Ja, ihr habt richtig gehört. Eine Frau, die mit Jungs flirtet. Wo ist nun der Respekt für Maria im Islam? Wo? Im Islam wird Maria im Grunde genommen eine Hure genannt. Eine Frau auf der Straße, die es liebt, mit einer Menge Jungs zu flirten. Von was für einem Respekt spricht ihr eigentlich? Aber ehrlich. Kannst du nun sehen, dass der Islam nichts weiter ist als ein satanischer Kult, der entstanden ist, um Jesus Christus und die gesegnete Jungfrau Maria, die Mutter unseres Herrn, zu beleidigen? Ja. Und im Tafsir von Al-Baydawi zur Sura Al-Baqarah, Vers 87 des Korans, können wir lesen: Wa Maryam bimana al-Khadim, wa huwa bil-Arabiya min al-Nisa, kaziri min al-Rijal. Übersetzung: Und Maria bedeutet die weibliche Dienerin. Und auf Arabisch bedeutet es, eine Frau, die es mag, eine Menge Männer zu sehen. Du verstehst schon, worum es sich hier handelt, oder? Ja. Eine Frau, die es mag, mit vielen Männern zu sein? Muslime, seid mal ehrlich, würdet ihr es akzeptieren, wenn jemand eure Mutter auf diese Art und Weise beleidigen würde? Wenn nein, wieso nicht? Was wäre denn, wenn ich das Gleiche über Amina sagen würde, die Mutter eures Propheten? Oder über einer seiner endlos vielen und in Anführungszeichen jungen Frauen, wie zum Beispiel Aisha. Ist das okay für euch? Also, wieso akzeptiert ihr diese dreckige Definition für Maria im Islam und diese Information befindet sich auch noch in vielen anderen Tafsiren oder viele Kommentaren? Viele andere Tafsiren und Kommentare sagen genau dasselbe. Imam al-Razi, Al-Razi, Tafsir von Al-Alusi und viele andere Kommentaren ebenfalls. Wie ihr sehen könnt, haben wir es wieder mal beweisen können, dass der Islam nichts weiter als ein ekelhafter satanischer Kult ist, nur entstanden, um unseren Gott und Erlöser Jesus Christus und die Mutter unseres Herrn, die gesegnete Jungfrau Maria, zu beleidigen und zu verfluchen. Und sie versuchen uns immer noch davon zu überzeugen, und zwar uns alle, dass Mohammed gesandt wurde als eine Barmherzigkeit für die Menschheit. Was für eine Komödie. Stay away from. Heftig, ne? Ja, krass, habe ich auch noch nicht. Mariam, also der islamische Name für die Mutter von Jesus, Mariam, Maria, Mariam, bedeutet sowohl Dienerin als auch eine Frau, die mit Männern gerne flirtet. Guckt euch das bitte an. Ja. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie die anderen sich fühlen, die jetzt Mariam heißen. Mariam, Mariam. Das sind also Bedeutung, eine Frau, die mit Männern gerne flirtet. Guckt euch das bitte an. Unglaublich, habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, siehst du, ja, sobald man tiefer eintaucht, die Tafsir der Gelehrten durchgeht, wie problematisch der Islam auf einmal wird, ne? Ja, allein die Tatsache und Heuchelei von wegen, dass die Moslems immer sagen, ja, Jesus war für uns auch ein Prophet und wir lieben ihn und so, aber hier in Deutschland oder im Fernsehen, aber ich will nur sagen, die sagen das ja immer so, ne? Aber man sieht das ja, dass es nicht so ist, weil hier auch im Fernsehen und überall wird ja auch Jesus als Karikatur, er wird verarscht, leider. Überall, aber die Moslems machen nicht. Sobald aber eine Karikatur auftaucht, drehen sie durch. Das heißt, das ist ein ganz krasser Unterschied. So. Und dann sagen die, wir machen keine Unterschiede zwischen Propheten. Keine Unterschiede. Ja, genau. Das ist so Wahnsinn, ey. Einfach unglaublich. Und wie gesagt, ich sage das auch immer wieder, diese ganzen Sachen, die du sagst, klar, sind richtig und kann man nachschlagen, aber an alle Muslime, selbst wenn das nicht stimmen würde, was aber doch stimmt, aber selbst wenn es nicht stimmen würde, das ist absolut krank, dass sowas überhaupt in den Quellen steht. Und das sind eine Million Sachen. Dass sowas überhaupt drinne steht, ist
das geht nicht in meinen Kopf rein. Danke. So sieht's aus. Sehr gut erkannt, Olli. Sehr, sehr gut erkannt. Absolut verrückt. Wie gesagt, ich kann, ich gehe auch schon wieder raus. Ich kann nur jedem ans Herz raten, Leute, Herr Jesus Christus, das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Ich habe meine Knie vor ihm gebeugt, habe ihn angenommen und das rate ich auf jedem Einzelnen und bete für jeden Einzelnen, der hier zuschaut und ja, trefft eine Entscheidung für den Herrn. Amen. Wundervoll, Olli. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch, mein Lieber. Absolut. Gut, dann mache ich Platz für den nächsten. Gottes Segen, okay, Amir, und bis dann. Ciao. Ciao. So unvorstellbar. Unvorstellbar. Mariam, eine Frau, die mit Männern flirtet. Assalamu alaikum, Sheikh Abu Hetzerai. Was hast du gesagt? Abu Hetzerai. Ah, Abu Hetzerai. Wie geht's dir? Aber ich bin Hetzman. Ich bin Abu Hetzerai, ist mein Bruder. Ach so, ich verwechsle mich. Es tut mir leid. Es bei mir ist sehr heiß. Aus welchem Land kommst du? Bagdad. Bagdad, also bist du Araber, ne? Ja. Ja, also kannst du das bestätigen, was die Ulama da sagen? Bruder, Gott hat Gott, der Herr Abrahams, Isaak und Jakobs hat mich an etwas erinnert. Es gibt ein arabisches Lied. Ich singe kurz eine, wie heißt das? Strophe heißt das auf Deutsch, oder? Ja. Ja. Das singt über Mariam und was Mariam bedeutet. Ich singe kurz, okay? Beziehungsweise ich sage es. Mariam, Mariam, ti, aini, Mariam, wil galub, majruh, beddu, Mariam. Weißt du, was das bedeutet auf Deutsch? Nee. Das heißt, Mariam, Mariam, du bist mein Auge, mein Herz ist verletzt nach dir, komm, ich will dich haben. Das ist Flöten, diese weißt du. Das ist wirklich ein bekanntes Lied im Nahen Osten. Wahnsinn. Mariam, Mariam, wo du bist mein Auge, eine Mariam, galub majruh, also mein Herz ist verletzt, biddu Mariam, also mein Herz will Mariam haben. Wie blind und wie stumm sind wir, dass wir das nicht verstehen? Wie dumm und wie stumm. Wirklich, unser Ohren ist richtig diktatorisch verstopft mit Kulten und Götzen und alles Mögliche. Unsere Augen sind so voll verblendet, wir sehen gar nichts, wir sehen nur den Satan. In unserem alltäglichen Leben bei uns im Irak oder im Nahen Osten, wir sehen nur Satan vor Augen, von morgens bis abends. Alle sind blind und stumm, die verstehen nicht, die haben Angst. Weil der Satan kann sich nur mit Gewalt verteidigen. Keiner kann den Satan, ja, genau. Der wird sofort, der verschwindet sofort, der Kopf ist sofort weg. Ja. Glaub mir, das ist die Wahrheit. Wenn wir den Mund aufmachen, wir sind sofort weg. Und das ist, nur diese Waffe haben die. Nur diese, mit dieser Waffe können die mit überleben. Gewalt, ja. Nur mit Gewalt. Die setzen alles nur mit Gewalt durch. Nur mit Gewalt. Nur mit Gewalt überleben die. Nur. Es geht nicht anders. Das ist einfach die Wahrheit. Kennst du? Du bist doch Araber. Hm. Kennst du das? Kennst du dieses die Poesie von Imrul Reis? Nicht wirklich. Mit der Mondspaltung, Imrul Reis. Das ist ja von einem Araber gewesen, dieses Gedicht über die Mondspaltung. Und das hat Mohammed einfach in den Koran reingepackt. Entschuldigung. Ich habe mich nach diesem Ding noch nicht richtig recherchiert, deswegen, das muss der Wahrheit richtig sein, hundertprozentig. Aber was am Herzen bei mir liegt, weißt du was? Glaub mir, es ist die Wahrheit, wenn man den Talmud, diese jüdische Märchengeschichten liest, damals. Der Koran ist ein Kopie, der auf Arabisch übersetzt wurde von den Märchen von den damaligen Juden, die Märchen geschrieben haben in ihren Büchern. Es wurde einfach vom Aramäischen ins Arabisch übersetzt mit, wie heißt das, mit Umlauten und alles Mögliche.
Das sind nur Märchen, das sind nur Götzendienste gewesen, die einfach kopiert wurden, so vielen Religionen. Das ist eine sehr, sehr große Sekte von den jüdischen Sekten vielleicht. So ungefähr, wenn ich das so beschreiben darf. Und diese Sekte überlebt nur mit Gewalt. Es geht nicht anders, Bruder. Die leben nur mit Gewalt. Die überleben nur mit Gewalt. Das geht nicht anders. Die können das nicht anders. Und das ist eine, das ist der beste Beweis, das ist der allerhöchste und beste Beweis, dass diese Religion nur mit Gewalt überleben kann. Und das ist einfach Beweis von Herrn Jesus Christus, dass nach mir falsche Propheten kommen und werden in meinem Namen und die werden die sind verflucht und Verfluchte können nur töten, morden, ermorden. Die können nur so überleben. Aber wie präzise der Herr Jesus das auch sagt, ne, als er sagte, es wird eine Zeit kommen, wo ihr verfolgt werdet und man euch auch aus den Synagogen ausschließt und euch verfolgen wird und euch töten wird und meint, damit Gott einen Dienst zu erweisen. Ich kenne nur eine Religion, sie denkt, dass sie Gott einen Dienst erweist, indem sie Christen verfolgt und umbringt. Und das ist der Islam. Genau. Und ich lese dir aus der Sunna, aus dem Sahih Muslim 5:13, da sagt er, La'ana Allah al-Yahud wal-Nasara. Allah verfluche Juden und Christen ganz ausführlich. Ja, welche Sahih Muslim, Hadith 513? Genau. Oder Sahih al-Bukhari 1950. 1950. Genau. Da sagte La'ana Allah al-Yahud wa Nasara. Das sind vier Wörter. Verfluche. Allah verfluche Juden und Christen ganz ausführlich. Und das ist der Hass der damaligen, Juden, die Christen gehasst haben, die sich verbreitet haben mit Liebe und wollten Christentum stoppen, soweit sie können. Dann haben die einen Märchen geschrieben, den Arabern übergeben. Und diese Araber haben, natürlich die Araber mögen Gewalt, das sind Qabail, also viele Qabail und so weiter. Und dann haben die alles ausgeführt. Und diese Juden, die Christen gehasst haben, einfach haben diese Sekte gegründet, der Islam. Und der Islam ist einfach eine Kopie von einer jüdischen Sekte. Und der hat sich verbreitet nur mit Gewalt, Gewalt, Gewalt. Und ich freue mich, dass dieser Satan, es Satan gibt. Das ist ein Beweis, dass es Jesus Christus gibt, dass es Satan gibt. Und durch den Islam gibt es den Satan ganz ausführlich auf dieser Welt. So sieht's aus. Gut und Böse, der Kampf zwischen Gut und Böse, ne? Wahnsinn. Ja, es ist so, Bruder, wir sollen uns freuen, Jesus' Verheißungen werden immer erfüllt. Jesus' Versprechen erfüllt sich. Es entspricht der Wahrheit. Alles, was Christus gepriesen sei, sein Name, Yeshua HaMashiach, alles, was er gesagt hat, es stimmt und wird stimmen. Und das ist der Beweis, auch wenn wir sterben für Jesus Christus, das ist der allerhöchste Beweis, dass sein Sagen und was er gesagt hat, der Wahrheit entspricht. Amen. Ich freue mich einfach, weißt du, ich freue mich. Ich laufe jetzt, ich bin in Bagdad, ich habe keine Angst, ich weiß, ich sterbe irgendwann, aber ich weiß, dass ich an diesem wahren Gott, Gott Abrahams, Isaak und Jakobs glaube. Ich kann mich verteidigen natürlich und alles Mögliche, aber ich weiß... Bist du denn in der schiitischen Mehrheitssiedlung da oder was? Natürlich, sonst bin ich längst weg. Also die Schiiten passen auf dich auf, ne? Weißt du, die Schiiten, die haben so viele Sachen vom Christentum. Wenn du reingehst in ihren Husseiniya, die haben ein Kreuz, die haben Jesusbild, die haben Abendmahlbild, die haben vieles von Christus, vieles. Hammer. Ja, die Schiiten, die da in Irak, die passen so ein bisschen auf die Christen auf. Das habe ich auch schon gehört. Weißt du, die haben vieles vom Christentum übernommen. Auch Ali, hat erschaffen. Die haben von Christus das übernommen, bitte. Ehrlich? Ja, Ali ist allwissend bei uns. Ali ist allwissend. Ja, ich habe schon gesehen, dass es einige Schiiten gibt, die ins Extreme gehen und sogar zu Ali zu beten und sowas. Na, du darfst niemals Ali beleidigen. Beleidige vielleicht Allah und Muhammad, aber Ali nicht, bitte. Ja, ich weiß. Weißt du, und bei denen Ali ist allwissend und hat auch erschaffen.
Und bei den Schiiten ist das Gute, die glauben, dass der Koran verfälscht ist, also das ist eine Verfälschung. Und irgendwann kommt Al-Mahdi al-Muntaqim. Habe ich doch gesagt, ich habe doch recht gehabt, also weiß ich, was die Schiiten glauben. Ja, und der Al-Mahdi, Al-Muntazar, ist unter den Erden, der wird rauskommen mit dem richtigen Koran. Und da, Gott sei Dank, bis dahin gibt es keine Kriege, so heftige Kriege. Mahdi kommt sowieso nicht. Der Mahdi kommt sowieso nie. Aber was? Ja, siehst du, ich habe die ganze Zeit recht gehabt, als ich sagte, die Schiiten glauben, dass der Koran nicht vollständig ist und dass der wahrhaftige Koran bei Imam Mahdi ist. Und Imam Mahdi den wahrhaftigen Koran hat. Natürlich, sonst werden die Schiiten keine 12 Imame haben, die bestimmen, was Haram und was Halal ist. Siehst du? Das ist natürlich so. Und deswegen, die Sunniten hassen die Schiiten, weil die Schiiten behaupten, hundertprozentig der Koran, der jetzige Koran, ist eine Verfälschung. Aber, große Aber, sie nehmen das an, als Buch von Gott, aber verfälscht, und die Imame bestimmen, was richtig und was falsch ist. So. Ah ja, okay. Weil sie die Ayatollah sind, ne? Ayatollah. Weil sie die Verse Allahs sind. Oder die Zeichen Allahs. Genau, und diese 12 Imame sagen, okay, da wurde verfälscht, das nehmen wir so an, da wurde verfälscht, das nehmen wir so an. Da nehmen wir das an, da korrigieren wir, da machen wir Fatwa, da machen wir so. Aber trotzdem, das ist verfälscht. Wahnsinn. Ist aber auch so ein Widerspruch in sich selber, ne? Das ist ein Widerspruch, aber die können nichts dafür. Die sind einfach in dieser Falle. Die sind in einem Brunnen. Die kommen nicht mehr raus. Nur durch Jesus Christus kommen die raus. Ja, heftig. Viele, viele, viele Schiiten in Najaf und Karbala. Weißt du, wie viele Jesus Christus kennen und angenommen haben? Ja, ich weiß. Viele, viele. Glaub mir, wenn es keine Verfolgung geben wäre und Freiheit geben wäre, es wären Kirchen in Najaf und Karbala, jetzt zwei oder drei Kirchen jeweils in einer Stadt. Hammer. Glaub mir, Mann. Aber nur durch diese Gewalt überleben einfach sie. Nur durch Gewalt überleben. Sonst ist es weg. Al-Qaradawi, das ist Sheikh Sheikh Al-Qaradawi, der hat ja gesagt, wenn du zum Beispiel die Apostasie, Todesstrafe auf Apostasie. Sheikh Al-Qaradawi, der hat ja gesagt, wenn du zum Beispiel die Apostasie, Todesstrafe auf Apostasie. Du hast einen Rücklauf. Zum Beispiel die Apostasie, Todesstrafe auf Apostasie. Schick mal nochmal eine Anfrage. Ding Dong, Bruder. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich habe ein paar deiner Sachen hier eingeblendet, hast gehört, ne? Nein, Bruder, ich bin gerade erst Ding. Hast du das mitbekommen? Was passiert ist heute alles? Dass 7 Terroristen in NRW festgenommen worden sind? Ich habe doch gesagt, die Leute sollen aufhören, irgendwelche Attentate zu planen, irgendwie Pläne zu schmieden. Ich habe euch immer wieder gewarnt, ihr sollt damit aufhören. Die wissen, die kennen euch alle. Die kennen euch! Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich habe das die ganze Zeit verfolgt. Krass. Die möchten auf meine Worte nicht hören. Ukraine-Flüchtlinge gekommen, das ist heftig. Ich sage es ihnen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Sie haben Technologien, indem sie euch schon wissen, wer ihr seid. Die raffen das nicht. Die hatten aber schon Waffen. Die hatten schon Waffen und die sind mit den ukrainischen Flüchtlingen hierher gekommen. Alles, natürlich, klar. Natürlich, und die Polizei weiß immer alles Bescheid. Staatsschutz und Verfassungsschutz und alles. Meinst du, die arbeiten Idioten oder was? Die haben dich auch gerettet. Die wussten schon alles in vornherein. Natürlich. Ich habe doch gesagt, hier in Deutschland kann keiner irgendwie einen Schritt wagen oder irgendwie Nachrichten hin und her schicken und irgendwie. Die können dich von mehreren hundert Metern abhören, wenn die wollen. Solche Technologie haben die. Die brauchen noch nicht mal mehr irgendwie Telekommunikationsüberwachungen. Die haben Technologien, indem die einfach 200, 300, 400, 500 Meter weit entfernt sind. Und dann haben die solche Technologien, indem die genau hören, was du sagst. Im sogar Raum. Sogar durch Wände können die. Natürlich. Und die haben es gezeigt nur durch TikTok. Die haben so ein bisschen mal gezeigt, was sie da drauf haben. Was meinst du, was alles im Verborgenen ist, was hier die Wissenschaftler drauf haben? Und diejenigen, die Verstand haben, was sie entwickelt haben. Ja, Mann. Wir würden staunen.
Die ganzen Leute haben, voll viele haben gar nichts davon mitbekommen anscheinend. Ja, ich habe davon heute gehört. Im Radio habe ich mal kurzfristig was davon gehört. Warte mal. Ich habe sofort Video hochgeladen. Ah, nee, ist grad ich habe Video gleich hochgeladen dazu. Ach so? Ich habe sofort Video-Dinge genommen, die Eilmeldung davon, wo eine Minute geht, sofort hochgeladen. Auf deinen TikTok-Account? Ja, das erste Video, das ganz neueste, was ich gerade gemacht habe, kannst du reingehen. Okay, warte. Warte. Bruder, wieso hast du dieses Ding nicht? Bruder, wieso hast du dieses Live-Studio nicht? Warte, sag mal kurz. Der Bundesanwalt geht gegen 7 Männer in Nordrhein-Westfalen vor. Die Gruppe soll einen Anschlag geplant haben, bereits im Besitz von Waffen gewesen sein. Die Beschuldigten kamen den Informationen zufolge nach dem Einmarsch der Truppen aus der Ukraine nach Deutschland. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben am Morgen zum Schlag gegen die mutmaßlichen islamistischen Terroristen ausgeholt und somit womöglich Planungen für einen Anschlag vereitelt. Nach Informationen von Welt nahmen Beamte in Nordrhein-Westfalen 7 mutmaßliche Terroristen fest. Sie sollen in Kontakt zum afghanisch-pakistanischen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat gestanden haben. Die hören auch nicht auf. Also die ganzen Befehle aus Afghanistan, merkst du? Ja. Der Islamische Staat in Afghanistan. Ja, der auch mir den, bei mir diese ganze Sache durchführen wollte und die Leute, die Hintermänner alle verraten wurden, alle. Ja. Weil der Typ das ja nicht mehr ausgehalten hat, der ist ja durchgedreht da drinnen und dann hat er angefangen zu singen. Irgendeiner fällt immer. Das ist das. Und die Leute, da sind immer. Sich auch gar nicht bewusst, wenn sie zum Beispiel Befehle geben, dass sie sofort wissen, wer was macht. Es ist aussichtslos. Aussichtslos. Du kannst hier in Deutschland, Europa nicht etwas machen, was die. Bruder, du hängst gerade ein bisschen. Die haben Technologien, Leute. Ich sage euch, die haben Technologien. Ihr würdet staunen, wenn ihr das sehen würdet. Staunen. Mhm. Alle diese ganzen Dauerteams, die wissen von allen, die nach alles, alle. Die haben alle auf Visier. Alle. Das ist so ja. Krass. Präventiv schon mal auf Visier haben die. Präventiv. Das ist der Wahnsinn. Was hier abgeht, ne? Unglaublich. Warte mal, ich höre mal weiter. Mhm. Geht das noch weiter? Eine Minute geht es nur. Ich habe nur das Ding, die Kurzversion. Ach so, rausgeht, okay. Damit es nicht zu lange geht, weil TikTok ist ja so eine Generation, die wo keine Aufmerksamkeit länger wie eine Minute mehr halten können. Deswegen mein Appell nochmal an euch, die ihr mir zuhört und eventuell wieder irgendwelche Sachen vorhabt. Bevor ihr etwas plant, wissen die darüber schon Bescheid. Lasst das sein. Macht euch nicht unglücklich damit. Kehrt um von eurem Weg. Kehrt um und tut Buße für eure Schuld beim Herrn Jesus. Damit ihr gerettet werdet. Diese Welt, was wollt ihr denn haben hier in dieser Welt? Diese Welt kann euch nichts bieten, Mann. Ihr müsst eure kostbare Seele retten. Amen. Amen. Ihr müsst das verstehen, ihr Lieben. Das ist heftig, Mann. Das ist echt heftig. Bruder, wieso funktioniert bei dir eigentlich das Ding nicht? YouTube Live Studio. Wieso hast du das nicht? YouTube Live Studio? Ja. Diese extra App zum Streamen, funktioniert die bei dir nicht? Nee, habe ich gar nicht eingerichtet oder was? Lad dir doch das runter, weil ich krieg das nicht, weil ich werde zu oft gemeldet. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn du 30 Tage ohne gemeldet bist, dann kannst du diese App nutzen. Dann kannst du gleichzeitig, während du hier gerade streamst, kannst du parallel so Sachen einblenden, wie so Dinge. Weißt du, was ich meine? Ach so, Hammer. Ja, dann brauchst du kein zweites Handy. Verstehst du, was ich meine? Ah, Hammer. Dann kannst du direkt so auf deinem Bildschirm so die Sachen einblenden und so. Das ist richtig gut. Aber ich krieg's nicht, weil ich ganze Zeit, ich werde jeden Tag gemeldet. Ja, ich mache das immer auf meine klassische Art und Weise. Zwei Handys oder was und dann mal auf meinem Big Screen. Und, ja. Ja. Und deswegen, ich bin ja so ein bisschen was anderes, ne? Die ganzen Leute machen das per Dings und ich mag das lieber so als Präsentation, wenn ich irgendwo so sitze, mein Screen ist hinter mir und dann präsentiere ich das immer so, weißt du? Anstatt so ein kleiner Monitor da unten zu sein und alles, weißt du? Mhm.
Das macht mir irgendwie mehr Spaß. Und den Leuten macht das auch irgendwie. Also die Leute sehen das dann auch nochmal zusätzlich. Und zwei, also den Screen und mich. Ja. Euer Gott, das ist auch bei mir die Vollversion. Ja, Mann. Was meinst du, wie zum Beispiel der Staat durch mich bestimmt an so viele Leute rangekommen sind, die so Extremisten so mäßig drauf sind? Hundertprozentig. Durch das, was ich mache, haben sich natürlich sehr viele auch geoutet. Bestimmt, kann ich mir voll vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Und die haben ihre Gesinnung zur Schau gestellt, damit man weiß, aha, da haben wir euch. Wer seid ihr da alles? Ich glaube auch, dass die Leute nehmen, also präventiv auch Leute reinnehmen, die wo in den Kommentaren Morddrohungen aussprechen. Ja. Ich glaube, die machen das schon, also auf jeden Fall so, dass das TikTok auf jeden Fall, die haben ja Deals mit den Ländern, die Apps, dass die Daten von den IP-Adressen weiterleiten. Von denen, die wo zum Beispiel, du kannst ja extra melden bei rechtsextremistischer oder Hassrede und so, du kannst ja diese Sachen explizit melden. Und wenn du die meldest und da die finden da irgendwas, was zum Beispiel auf islamischen Terror hinweist, dass jemand zum Beispiel aufgrund seiner Ideologie jemanden Mord droht und die sehen die und deine Meldung ist erfolgreich, dann leiten die das, glaube ich, schon weiter an Deutschland, an die Behörden. Was meinst du, was diese sieben Muslime jetzt erwarten wird, die jetzt versucht haben, hier einen Anschlag zu verüben? Die bekommen eine Sonderbehandlung. Du weißt ja, dass Deutschland nicht zimperlich mit denen umgeht im Gefängnis, ne? Die bekommen eine Sonderbehandlung. Die kriegen nicht Isolation. Also erstmal behindert werden. Die bekommen nicht alles. Deswegen sage ich dir auch nochmal, derjenige, der mir gerade zuhört, wenn du versuchst, irgendwas zu machen, du wirst eine Sonderbehandlung bekommen. Packen sie dich, wirst du 24 Stunden abgesondert von allen anderen. Du wirst also komplett krank werden. Mach das nicht. Werf dein Leben nicht weg für den Islam. Mach was Vernünftiges aus deinem Leben und zusätzlich noch bring deine Seele in Sicherheit und nimm den Herrn Jesus Christus an. Amen. Amen, Bruder, Amen. Guck mal, was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich bin ja ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart. Und damals aus Bad Cannstatt war einer, der war bei der islamischen Ding Ansar al-Islam. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Von dieser Terrorgruppe Ansar al-Islam. Und der hat ein Angebot von der Ding bekommen, Al-Qaida, dass er sich für eine Million Dollar kriegt seine Familie und er macht Selbstmordattentat. Und dieser Typ hat versucht 2003, wo der Staatswechsel in Irak war, ich weiß nicht mehr, wer der Präsident 2003 in Irak war, der war auf Deutschlandbesuch und der hat geplant, auf Deutschlandbesuch den irakischen Präsidenten umzubringen. Und denn, bevor er die Tat getan hat, der hat sich schon die Waffe besorgt gehabt und dann haben die Sicherheitskräfte zugeschlagen und haben den inhaftiert. Der hat am Anfang diese Sicherheitsverwahrung, von denen du gesprochen hast, bekommen. Seine Strafe, die er bekommen hat, war 10 Jahre mit Abschiebung. Also der hat nicht mal so viel wie einen Mord bekommen. Keine 15 Jahre oder Sicherheitsverwahrung. Einfach nur 10 Jahre und Abschiebung. Ja, du siehst jetzt den Zulauf, wie viele Menschen jetzt auch die ganzen Parteien wählen, ne, die auf einmal dem ganzen Einhalt gebieten wollen. Jetzt normal. Wirst du sehen, was da jetzt bald abgehen wird. Ne? Das ist so heftig. Ich freue mich ein bisschen schon, ehrlich gesagt. Ja, wir freuen uns nur auf den Herrn Jesus Christus. Wir haben nichts mit dieser Welt zu tun. Freu dich auf den Herrn, wenn er zurückkehrt und wir in den Himmel zu ihm kommen. Ne? Das ist das Schöne. Das ist auch so ein Zeichen, das kommt immer näher. Es ist nicht mehr viel Zeit. Es ist nicht mehr viel Zeit. Ich glaube ja, nicht, dass es so viel Zeit ist. Deswegen ruft die Schrift uns auf. Deswegen möchte ich nochmal an diesem Moment jetzt nochmal zu euch reden. Die Schrift ruft uns dazu auf, jeden Tag so zu leben, als würden wir den Herrn Jesus Christus erwarten. Versteht ihr? Weil er kommt wie ein Dieb in der Nacht und das wird plötzlich sein. Und ihr sollt vorbereitet sein. Wie eine keusche Frau sozusagen, die auf ihren Bräutigam wartet. Wie ein Dieb in der Nacht, stimmt. Sagt da einer, das war nicht Ding. 2003 war Saddam Hussein Präsident. Nee, ich glaube nicht.
Das war auf jeden Fall so, nachdem die Amerikaner im Irak eingefallen sind, gab es ein, die haben da ja ein, jemand andere wurde ja eingesetzt. Das war der, wo eingesetzt worden ist. Es müsste 2003 gewesen sein. Wenn es nicht 2003 war, dann war es 2004, schlag mich tot. Es ist mittlerweile 20 Jahre her. Ich weiß nur noch auf jeden Fall, wie er heißt, und der Typ halt, den kenne ich ja noch. Das ist so heftig. Das ist halt auch voll krass. Das Einzige, kommt, was bei ihm lange war, war seine Untersuchung. Ich entscheide, ob du den Herd getroffen hast und nicht bei deinem Rücken dabei sein. Ja. Das Einzige, was bei dem Typen, wo festgenommen ist, lange ging, war seine Untersuchungshaft. Sonst eigentlich nix. Gar nichts. Die haben den... Ja, aber trotzdem, sogar bereits 2003 waren die so weit mit ihrer Technologie, dass die jemanden, der wohl schon alleine was geplant hat, und der Typ war nicht so öffentlich. Damals gab's ja, war ja Internet nicht so wie heute. Selbst dort haben die ihn schon gekriegt. 2003. Stell dir mal vor, was die heute können. 20 Jahre später. Hammer, ne? Unfassbar. Ja, auf jeden Fall. Also du siehst ja, dass diese FBI-Agentin, ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben, hat ein Interview nur gegeben, was die Regierung für was die Regierung so für Waffen hat und alles Mögliche, was weit über unsere Vorstellungskraft ist, was sie schon entwickelt. Nach diesem Interview mit dieser FBI-Agentin hat sie nie wieder gesehen. Verschwunden. Spurlos verschwunden. Ist, weil ist sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen ausgeplaudert hat. Wo ist es die Frau gewesen, die wo gesagt hat, dass die Regierung Technologie zurückhält, die mindestens 25 Jahre bereits in der Zukunft angewendet werden könnte? Die Frau. Ja, gut, das ist die, genau diese blonde FBI-Agentin. Sie ist heftig gewesen. Sie wurde danach auch nie wieder gesehen, spurlos verschwunden. Das weiß ich nicht, aber das war heftig, was sie alles gesagt hat. Ich habe das, bei welcher Dokumentation war das nochmal? Das war doch bei The Arrivals, diese islamische Serie, haben die genau gezeigt. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber war schon übelst. Ne? Also wenn so eine FBI-Agentin mal eben so was sagt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Regierung im Besitz von Technologie ist, die wir uns niemals hätten vorstellen können, ne? Dass sowas gibt. Diese Geheimhalten. Bruder, sie hat aber auch ganz andere Sachen erzählt gehabt. Guck mal, an was ich mich noch ganz genau erinnern kann, was die gesagt hat, weil das mir voll ins Gehirn eingebrannt war. Die hat gesagt, die versuchen ja diese Dinge, New World Order, so eine Weltordnung zu machen. Und die hat gesagt, der letzte Plan, um das hinzukriegen, war eine außerirdische Attacke auf die Welt zu organisieren. Das aber gar nicht von Außerirdischen ist. Nur damit die Welt dann sagen kann, okay, wir müssen gemeinsam gegen die Außerirdischen kämpfen und dann wird sich die Welt vereinen. Ja. Das hat die auch gesagt. Das ist mir im Kopf voll hängen geblieben. Heftig, ne? Dass die sowas vortäuschen könnten, so einen außerirdischen Angriff, Mann, das schockiert schon einen. Das ist krank, ne? Das geht schon in die Richtung von Ding Aluhut. Es geht böse in die Richtung von Aluhut. Du alter Verschwörungstheoretiker! Ja! Ja, ich hoffe, dass noch so viele Menschen wie möglich zum Glauben finden, weil hier kannst du nichts mehr retten. Die Elite ist dabei, durch den Satan dir die neue Weltordnung zu etablieren. Und du kannst es nicht aufhalten. N24 hat ja schon wieder darüber berichtet, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich das finde, mal eben den Bericht. Das ist ein Treffen am Mittag zu Ende geht, so soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Krieges avisiert werden. So soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Krieges. Nach Ende des Ukraine-Kriegs neue Weltordnung. Es geht bald los. Heute Mittag zu Ende gehen, so soll eine neue Weltordnung nach Ende des Kriegs avisiert werden. Und dann soll auch eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Kriegs avisiert werden. Ja, und in Elmau wird ja heute nur noch das Treffen der G7 zu Ende gehen, so soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Krieges avisiert werden.
avisiert werden, doch, und so soll es eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Krieges geben, doch, es soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Krieges avisiert werden, denn die G7 wollen ja eigentlich nach... Die reden die ganze Zeit drüber und die Leute denken, das ist eine Verschwörungstheorie. Guck mal, unter was für ein Bewusstseinskontrolle die gebracht wurden. Ja. Dass sie denken, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Ich bemerke, dass nach dem Ukraine-Krieg wird es eine neue Weltordnung geben. Das ist der abgefahrenste Wahnsinn, den ich jemals mitbekommen habe. Guck mal, unter welchem Mind-Control die Menschen stehen. Was hätten die zu dir gesagt, wenn du das vor genau 23 Jahren, in den genauso 2000, wenn du das gesagt hättest, wie hätten die dich genannt? Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger. Und ja. Jetzt sagt das auf einmal N24 selber. Ja. Jetzt geben die es alle zu. 1989, wo George Bush sein Vater Präsident war, hat er schon in seiner Rede bei amerikanischen Kongress gehalten. New World Order, genau. Er war der Erste. Genau, und dann tun die Leute das aufgreifen und sagen, hey, die haben da irgendwas im Plan, weil alle sagen, nein, du Verschwörungstheorie, Aluhut, geh mal weg mit dir, was ist los und so. Jetzt auf einmal sagen die das alle selber. Und jetzt auf einmal sind alle so einverstanden so damit. So. Unfassbar. Ja, keiner sagt so auf einmal, boah, hey, Ding, das hat doch gestimmt oder so, wir sollten vielleicht jetzt mal ein bisschen vorsichtiger werden oder so. Nein, die denken jetzt einfach, die machen genau in dem Ding weiter jetzt. Jetzt sagen die Leute, Ding zum Beispiel Corona, das war eine Sache, die wo absehbar war, sagen die, nee, du bist auch Verschwörungstheoretiker. Was kommt jetzt raus? Dass das tatsächlich in China irgendwie aus Versehen passiert sein soll, angeblich. Ja. Das kommt hinterher alles raus. Das kommt alles raus. Ich immer dann, wenn es zu spät ist. Immer dann, wenn es zu spät ist, kommt es raus. Und jetzt nimmt auf einmal die Bedeutung aus 2. Korinther 4,4 nochmal eine ganz andere Bedeutung an, ne? Dass der Apostel Paulus da uns eindeutig sagt, dass die Welt unter der Kontrolle des Satans steht und dass die Sinne der Menschen verblendet wurden, sodass sie das helle Licht des Evangeliums ihnen nicht aufgeht. Ja. Unglaublich, ne? Heftig. Meine der Güte, Gott dieser Weltzeit, der ihnen die Sinne geraubt hat, sodass ihnen nicht das herrliche Evangelium aufgeht und sie es nicht sehen. Jeder von euch kann sich glücklich schätzen, dass er eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Ihr habt somit die beste Entscheidung eures Lebens getroffen. Von 1 Million schlechten Entscheidungen, die ihr in eurem Leben getroffen habt, war die Entscheidung für Jesus Christus die beste eures Lebens. Glaubt Amen. Es mir. Amen. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr habt nichts falsch gemacht in dem Punkt. Ja, wir machen sehr vieles falsch in unserem Leben. Und ja, wir fallen sehr oft. Aber die Entscheidung für den Herrn Jesus Christus ist mit die beste Entscheidung, die wir hier auf dieser Erde treffen können. Das war's. Amen. Schau mal deinen Chat an. Komplett alle. Amen, Amen, Amen. Die ganze. Alle. Ich bin so stolz. Mashallah. Voll heftig, Mann. Hier sind sehr, sehr viele Christen. Sehr schön. Ja, natürlich. Die sind mit mir die Krieger des Herrn Jesus Christus, Soldaten und Soldatinnen des Herrn. Im geistlichen Sinne, nicht im physischen Sinne. Das ist etwas, was ich schon vor ein Jahr gesagt habe. Es muss irgendwie sowas passieren wie eine christliche Umma. Es muss sowas endlich kommen. Ja. Das ist der Anfang. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, für die ganzen Geschenke, für die Likes. Dann möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch im Buch des Lebens verzeichnen lassen. Als ihr und eure Familien gerettet seid, auch die Muslime, ihr Muslime, wenn ihr nicht im Buch des Lebens verzeichnet seid, es gibt ein Buch des Lebens. Wenn ihr nicht dort verzeichnet seid, so werdet ihr in den Feuersee kommen, wo es kein Entrinnen mehr gibt. Amen. Wisst ihr, wie traurig mich das macht manchmal? Also, was heißt manchmal? Immer, wenn ich darüber nachdenke, dass die Leute ihre eigene Gnade verwerfen. Denen ist ja auch gar nichts mehr anderes wichtig heutzutage. Von Konsumieren abgelenkt, von TikTok abgelenkt, von allem abgelenkt, das Wichtige aus den Augen verloren.
Gar nichts. Wir kennen unsere Nachbarn nicht mehr. Das war früher alles ganz anders. Wir wissen nicht mal mehr, wer unsere Nachbarn sind. Früher war das echt ganz anders. Es wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Aber wie gesagt, ihr Lieben, haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Lasst seine Hand niemals los. Jetzt ist die Zeit gekommen. Die Zeit zeigt uns, wo wir die Hand des Herrn Jesus Christus noch extremer greifen müssen. Versteht ihr? Noch extremer, noch näher an sein Bein, an seinen Körper sozusagen, geistlich gesehen. Jetzt ist die Zeit. Die christliche Umma wächst. Das ist der Anfang von was ganz Großem. Ich liebe richtig Filme. Ich finde es schön. Ich fände es schön, wenn es so ist. Ich fände es auch irgendwie schön, auch wenn es sehr unchristlich klingt, wenn man auch sagt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das unchristlich ist, ehrlich gesagt, was ich sage jetzt. Aber ich irgendwie sagt mir mein Ding, mein inneres Gefühl sagt mir, dass es richtig ist. Viele sagen zu mir, dass es unchristlich ist. So, ich hatte nichts davon, ehrlich gesagt. Wenn ich sehen würde, wie mein christlicher Bruder leidet, ich würde nicht da einfach daneben stehen und zuschauen, wie das passiert. Ich würde das nicht. Jetzt habe ich schon voll oft gehört, dass es voll unchristlich sei. Was meinst du, dazwischen zu gehen, wenn jemand Gewalt erfährt oder was? Nicht nur Gewalt. Wenn jemand zum Beispiel neben mir meinen christlichen Bruder allein schon beleidigen würde, ich würde das nicht zulassen. Jetzt aber Beleidigung, du weißt, gehört. Ja, dann, du weißt ja, guck mal, wie viele Beleidigungen ich abkriege. Ja. Beleidige das zurück. Also versuche, so Gutes nicht zu beleidigen. Wir segnen und dann gehen wir unseres Weges. Aber sobald physische Gewalt angewendet wird und ich sehe, dass zum Beispiel mein Nächster, ist egal, ob er ist Jude, Christ, Muslim oder was auch immer ist, ich würde sofort dazwischen gehen und das Ganze aufhalten. So klar, egal wer es ist, ob es jetzt mein Bruder ist, meine Schwester ist oder einfach mein Nächster. Ich würde sofort da hingehen und versuchen, dazwischen zu gehen und das Ganze aufzuhalten. Ja, sobald es natürlich Unrecht ist. Also ich würde normal ist so eine menschliche Reaktion. Du kannst ja nicht einfach zusehen, wie jemand da so totgeschlagen wird oder was auch immer. Ja. Das ist Quatsch. Ja, das ist ja psychische, das ist ja physische Gewalt. Aber ich könnte es auch bei, ich weiß nicht, ich könnte es bei physischer, auch mit Worten, ich könnte es nicht. Nur als Beispiel, auf TikTok, jemand beleidigt so, ich könnte es nicht einfach so geschehen lassen. Ich würde mindestens so eingreifen, weißt, weil du hast ja die Möglichkeiten einzugreifen. Ich könnte das ja, nicht. Ja, du musst so. Einfach, da musst du eingreifen und sagen, Gott segne dich, du wirst dafür Rechenschaft ablegen beim Herrn Jesus. Für diese Worte, die du gegen mich gesprochen hast, Gott segne dich, aber das Wort, was der Herr gesprochen hat, wird dich richten. Das muss dir immer klar sein, Sheikh der Budi. Sheikh der Budi. Halte auch du am Herrn Jesus und seiner Worte fest. Ich weiß, es ist schwer. Du weißt gar nicht, wie oft mein Fleisch mit mir durchdringt und ich am liebsten die auch mal von oben bis unten beleidige. Aber nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn ich diese Worte zu ihm zurücksage, bin ich nichts Besseres als er. Denn er soll sich heiße Kohle auf seinem Kopf laden, sozusagen. So sagt es auch der Apostel Paulus. Lasst die heiße Kohle auf ihrem Kopf sozusagen draufnehmen, sinngemäß. Das, was du gerade gesagt hast, sage ich jeden Tag, dass diese Dinge, die Gebote und so, die Jesus gemacht hat, die zu folgen, dass die so schwer sind. Unmöglich, du. Das ist eigentlich unmöglich, Jesus Christus zu folgen. Es ist nicht nur das Schwierigste, sondern ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Das ist das Heftigste, wenn die Muslime, du kennst ja, wie die Muslime sagen, Christsein ist ja voll einfach. Ja, ja. Christsein ist einfach. Christsein ist das Schwierigste, was es auf dieser Welt gibt. Du musst dich quasi selbst verleugnen und ein Kreuz täglich auf dich nehmen und damit abrechnen, also mit deinem Leben quasi abrechnen. Das ist unfassbar. Ja. Muslim sein ist einfach. Das ist einfach. Ruhe, geh mal ran. Muslim sein ist einfach. Du kriegst deine 5 täglichen Gebete vorgeschrieben, du musst gar nicht nachdenken, du hast deine Gebete, die du aufsagen sollst, hast du schon vorgeschrieben, musst sie nur noch auswendig lernen und dann musst du dich wie eine Maschine einfach nur noch deinen Wecker stellen, 5-mal am Tag, dann stehst du auf, gehst, bumm, güm, fällst hin, dumm, güm, 5-mal am Tag, fertig, dann bist du ein guter Muslim. Was machst du noch dazu? Du weißt, wann man fastet und Ende.
Und dann machst du einfach Folgendes. Du stehst morgens auf, schläfst, frisst dich voll, gehst schlafen, wachst abends auf und dann isst du wieder. Hört mal das bitte, kennt ihr dieses Interview? Kennt ihr dieses Interview, wo ein Ex-Geheimagent so auspackt über die neue Weltordnung und alles Mögliche? Und das Interview wurde 1996 geführt. Und guck mal, was der zu sagen hat. Das ist so krass. Warte, ich mach mal. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Kommunismus. Könnt ihr es gut hören? Nein. Die neue Weltordnung ist der Versuch, eine Gruppe Internationalisten, eine selbsternannte Elite, die ganze Welt zu kontrollieren durch eine von denen aufgebaute Weltregierung. Sie wird diktatorisch sein, nicht demokratisch gewählt. Und da sie nicht gewählt werden, brauchen sie auch keine Rücksicht auf uns zu nehmen. Keinerlei Rücksicht. Ein sogenannter Polizeistaat. Polizeistaat. Sie brauchen auch eine Weltarmee, eine Weltwährung, eine Weltreligion, eine Weltkultur. Privatbesitz wird nicht mehr toleriert. Registriert. Mit welchem Satz deckt sich seine Geschichte gerade? Mit dem von Klaus Schwab. Ihr werdet nichts besitzen und dennoch glücklich sein. Und das hat er 1996 gesagt. Bruder, es gibt sogar ein noch älteres. Du kennst es bestimmt sogar. Die Leute dachten, das wäre alles Verschwörungstheorie. Dabei haben die Menschen damals schon gewarnt. Sogar noch länger. Das ist sogar noch älter. Die haben diese Steine mittlerweile zerstört, die kennst du bestimmt. Ja, Georgia Guidestones. Guidestones. Ja. Die sind sogar noch älter und da steht alles drauf. Halte die Menschheit in einer Ding, nicht mehr als 500 Millionen Menschen, eine Welt Ding, eine Religion für die ganze Welt. Das stand schon auf diesen Steinen drauf. Und die sind schon über jetzt mittlerweile 70 Jahre alt. Ich glaube, die haben die Steine aber jetzt zerstört. Die Steine wurden kaputt gemacht, auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal eingeben. Kaputt sind oder nicht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, doch, guck, die wurden zerstört. Aber das wurde auf jeden Fall schon vor über 70 Jahren wurde das schon gesagt. Ich glaube, das haben sowieso die Herrscher durch die gesamte Geschichte hinweg verfolgt, dass die immer die gesamte Welt kontrollieren. Das wollten, glaube ich, alle Herrscher. Auch Hitler wollte das. Einmal weiter. Kommt eine Nummer und diese Daten werden auf einem Weltzentralcomputer gespeichert. Eine Weltarmee, haben Sie gesagt. Wenn die ganze Welt vereint ist, wozu brauchen wir dann eine Armee? Wir brauchen keine Armee. Die Elite braucht eine Weltarmee. Wenn die Menschen bewusst werden, was die Elite mit uns vorhat, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Und sie werden wahrscheinlich in Deutschland schwarzafrikanische Soldaten bekommen, wir in Australien wahrscheinlich türkische Soldaten und so weiter, so wie die Blauhelme heute. Dann haben Sie eine Weltwährung gesagt. Welche Weltwährung bekommen wir denn? Yen, Dollar, Euro? Nein, die Welt wird bargeldlos. Wir werden alle mit Smartcards arbeiten und jeder Pfennig, den Sie dann ausgeben, wird registriert. Eine Weltreligion. Es gibt nur den einen Gott. Manche Menschen werden meinen, eine Weltreligion wäre ganz vernünftig. Sie müssen wissen, dass diese Elite keine Moral besitzen. Die sind auch nicht christlich noch islamisch. Sie stellen Satan und Gott gleich. Eine Kultur. Was ist denn aus der multikulturellen Gesellschaftsidee geworden? Ja, wenn die Grenzen und die Nationen verschwinden, verschwinden auch dann die Kulturen. Der Sinn der multikulturellen Gesellschaft ist sowieso eine Monokultur. Eine Mischgesellschaft, wo die Menschen das Zugehörigkeitsgefühl für ihre Nation verlieren. Und damit sind sie auch leichter zu kontrollieren.
die wird Privatbesitz weggenommen. Privatbesitz? Privatbesitz wird wahrscheinlich nicht weggenommen, es wird nicht mehr toleriert. Enteignung. Es wird durch extrem hohe Gebühren sowie Wasser und Müll und hohe Steuern unmöglich gemacht werden. Es wird halt. Sie sagen, alle Menschen werden nummeriert und die Daten auf einem Zentralcomputer gespeichert. Können Sie mehr darüber erzählen? Ja. Jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer mit 18 Zahlen und diese Daten werden dann auf einem Weltzentralcomputer gespeichert. Allerdings die Technologie für die Implantation von Mikrochips. Mikrochips unter der Haut! Schon. 1996 hat er darüber schon berichtet. Unfassbar! Das ist die neue Weltordnung, was bald losgehen wird. Amir, das ist nicht das, was du da anschaust. Das ist doch der Typ mit der Maske vor der Frau. Ja, genau. Ja, genau. Ah, okay. Also das ist ein Insider, jemand, der in der Regierung bestimmt gearbeitet hat und einfach so ausgeplappert hat. Und deswegen mussten die Leute dann auch eingreifen und das alles als Verschwörungstheorie abtiteln, damit die schön weitermachen können im Hintergrund. Und alle belächeln das. Sobald du eingibst, neue Weltordnung bei Google, kommt direkt Wikipedia mit dem Eintrag eine Verschwörungstheorie. Um die Menschen so schön einzulullen. Das ist die Abul-Bara-Impfung. Ja, genau, das ist die Abul-Bara-Kamelurin-Impfung, genau. Wahnsinn, ne? Aber ich finde das mit dem einen Ding voll heftig. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn es Bürgerkriege geben wird, weil die Deutschen werden ja natürlich nicht ihre eigenen Leute, ihre eigenen Familien angreifen. Und zum Beispiel die Türken werden natürlich auch nicht ihre eigene Familie angreifen, dass die dann überall so verschiedene Soldaten, aus Afrika bringen die dann die Polizei für Deutschland, die deutschen Polizisten kommen dann zum Beispiel nach Australien, dass das so, dass die Leute keine Hemmungen haben, die Leute anzugreifen, weil das nicht mehr ihre direkten Verwandten sind. Deswegen, dass die eine Weltpolizei so brauchen. Das ist etwas, was mich voll erschreckt irgendwie. Ja. Das ist sehr schlimm. Ist das Ding fertig? Warte, eins wollte ich euch noch zeigen. Warte mal, guck mal. Glücklich geht's los. Jetzt geht's weiter mit dem digitalen Euro. Und digitale Euro kommt. Gesetzentwurf ist da. Das war das von unseren Staatsmedien nicht erwarten dürfen. Ist mittlerweile allen klar. Die EU-Kommission hat den offiziellen Gesetzentwurf nun vorgelegt. Und dieser zeigt, wie totalitär und wie dystopisch unsere Zukunft. Der Gesetzentwurf ist da für den digitalen Euro. 2024 wird es eingeführt. Guckt euch das bitte an. Hört dazu. Es gibt kein Entkommen. Die Welt aussehen soll. Also nicht nur die Vorstellungen vom World Economic Forum oder gar von Klaus Schwab, sondern mittlerweile auch offiziell auf Papier festgehalten durch die EU-Kommission und für die einzelnen Nationalstaaten der EU in spätestens 2 bis 3 Jahren. Wir beginnen also mal mit dem ersten Absatz und zwar geht es konkret um Artikel 7. Der digitale Euro wird gesetzliches Zahlungsmittel. Hiermit sind die Grundlagen gelegt, dass neben Bargeld als gesetzlichem Zahlungsmittel in Zukunft der digitale Euro ebenfalls eine Annahme bzw. Nutzungspflicht und seht ihr, der Gesetzentwurf ist da. Sie möchten das jetzt durch die Parlamente bringen und dann ab geht's. Gesetz ist durch, los. Polizei wird in jeden reinknüppeln, der das nicht mitmachen möchte. Wahnsinn, ne? Das ist unglaublich. Hört mal weiter. Der Einzelhandel wird sich also nicht wehren können, denn man wird gezwungen sein, den digitalen Euro anzunehmen. Alle sind wir gezwungen. Als Grundlage verankert. Damit wird auch klar, wenn Bargeld erstmal abgeschafft ist, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen werden, dann ist hiermit jeder dystopischen Fantasie einer totalitären Regierung der Weg. Kennt ihr ein Buch, das darüber geredet hat, dass das Bargeld verschwindet? Kennt ihr ein gewisses Buch, ein göttliches Buch, das darüber geschrieben hat? 2000 Jahre davor und prophezeit hat, dass es eine Zeit kommen wird, dass das Bargeld verschwinden wird. Offenbarung in der Bibel, Kapitel 13, Vers 16.
Die ganzen Leute, die dachten, dass die Bibel ein Märchenbuch ist, wird vor ihrer Nase erfüllt werden. Bei Gott lässt sich nicht spotten. Ihr wisst das. Ihr wisst das alle. Deswegen lässt Gott euch noch ein paar ruhige Stunden, in denen ihr in Ruhe zu ihm kommen könnt. Aber wenn es dann soweit ist, wird die Tür der Gnade zugemacht. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit. Gestern habe ich euch das noch vorgelesen. Dass Gott langmütig ist gegen jedermann, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jeder Raum hat zur Buße und einzieht und den Herrn Jesus Christus braucht. Du, mein Lieber, meine Liebe, die du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, du brauchst den Herrn Jesus Christus. Spätestens dann wirst du es merken, wenn hier die Entrückung stattfindet und auf einmal die Christen wechseln und du in die neue Weltordnung reinschlittest. Im nächsten Artikel, und zwar Artikel 16, wird das Ganze dann nochmal eine Nummer krasser, denn der digitale Euro wird kein Wertspeicher. Wer jetzt sagt, ist ja gut, dann wird er auch nicht bestehen bleiben. Nein, es wird wirklich, wirklich krass. Denn eine der wichtigsten Eigenschaften von Geld ist der sogenannte Store of Value, also dass man Kaufkraft bzw. Ersparnisse sichern kann. Aber genau das und dieser Store of Value wird im digitalen Euro im Artikel 16 genommen. Ich verlinke für euch gerne auch den Gesetzesentwurf unter dem Video, damit es jeder noch einmal selbst nachlesen kann. Und besonders spannend dabei ist, dass die EZB verschiedene Maßnahmen ergreifen kann, um dies durchzusetzen. Welche Maßnahmen das sein werden, darüber spricht man natürlich nicht oder schreibt es zumindest nicht nieder, denn dann würden spätestens wirklich alle Alarmglocken wahrscheinlich so ein Limit beispielsweise auch umgemünzt werden kann zu einem Ablaufdatum, wie es Ernst Wolf, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren schon auf unserem YouTube-Kanal gesagt hat, dass unser Geld wie in China ein Verfallsdatum bekommen könnte. Unser Geld? Das nochmal verlinkt. Schaut dort gerne das einfach. Geld bekommt ein Verfallsdatum. Leute, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie das einführen. Und die Bibel hat schon 2000 Jahre davor darüber gesprochen. Habt ihr den Vortrag von meinem Bruder nicht ernst genommen, ne? Illuminati, das größte Geheimnis der Welt, entschlüsselt. Habt ihr diese Elite nicht ernst genommen, ne? Die in der Lage ist, das durchzuführen. Habt ihr Gott nicht ernst genommen, ne? Habt ihr gesagt, die Bibel ist ein Märchenbuch? Gott existiert nicht, ne? Okay? Dann werden wir sehen, was mit euch passiert, weil ihr Gott geleugnet habt und lieber in eurem Atheismus geblieben seid. Oder in euren Religionen. Wundervoll. Kehre um, mein Lieber, meine Liebe, die du noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Kehre um. Bruder, der Kommunismus ist doch Gottlosigkeit sowieso. Kommunismus ist ja Gottlosigkeit. Ja, natürlich. Das, was da alles passieren soll, das passiert schon im Kleinen in China. Das hast du schon dort alles. Ja. Dort werden die Bürger bewertet. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Dort werden die Bürger bewertet. So ein System, wie gut du dich benimmst. Genau. Wenn du dich schlecht benimmst, tun dir deine Karte sperren zum Beispiel, dass du in die nächste Stadt fahren kannst. Du kannst nicht mal in die nächste Stadt fahren. Du kannst keinen Bus mehr benutzen, keinen Bahn mehr benutzen, du darfst nur so und so viel kaufen, nur das erlauben die dir, das nicht. Deine Karte ist für bestimmte Sachen gesperrt. Richtig Diktatur. Von so einer Diktatur hätte Hitler geträumt. Den Leuten ist es gar nicht bewusst, was bald abgehen wird. Die denken so, das ganze System geht so die ganze Zeit weiter und alles ist super und alles ist gut. Ist es zu Ende? Bitte? Ist es zu Ende, dieses Teil, was du laufen lassen hast? Ja, ist zu Ende. Ja. Es wird auf jeden Fall kommen. Es lässt sich gar nicht abhalten. Geht gar nicht. Geht nicht. Es geht nicht. Es sind zu viele Interessen da, die wo das wollen. Zu viele böse Menschen, die wo herrschen wollen über die ganze Welt, schon durch die Geschichte hinweg. Es wird früher oder später kommen. Aber es wird eher früher kommen als später. Bruder, ich gehe mal ein bisschen raus, okay? Hab mich gefreut. Danke für die Einladung. Vielleicht bist du später nochmal online. Hast du mich gehört? Hallo?
Okay, nein, nur du hast gehängt. Bruder, ich habe gesagt, danke für die Einladung, hat mich gefreut. Vielleicht bist du später nochmal online, okay. Ich esse mal was, okay? Okay, Gott segne dich und deine Familie, mach's gut. Dich auch, Bruder. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja, wie gesagt, also du, der du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, verwerfe deine eigene Gnade nicht. Du hast die gute Möglichkeit, hier in Freiheit eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. In Freiheit. Keiner stört dich dabei sogar. Das ist unglaublich. Keiner hackt dir den Kopf ab, wenn du zum Beispiel dich für den Herrn Jesus Christus entscheidest. In anderen Ländern sieht das anders aus. Und ihr seht, wie Christen verfolgt werden, sowohl in Nordkorea als auch die ganzen anderen islamischen Länder, die danach kommen. Lass uns einmal kurz innegehen und ein bisschen beten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und danke dir für all deine Güte, die du uns erweist, Herr Jesus Christus, dass du uns deine Gnade erwiesen hast, dass wir deine Gnade erfahren dürfen, Herr Jesus, dass wir dein Geschenk der Gnade auch dankend annehmen, Herr, und uns dir unterordnen, Herr Jesus Christus, der wahrhaftige Gott. Wir lieben, Herr, und wir beten zu dir und bitten auch noch für sehr viele Menschen, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, Herr Jesus, und dass du sie ihre Entscheidung leichter fallen lässt, Herr Jesus, dass du in ihre Herzen schaust und ihre Herzen erfreust, Herr, wenn sie deinen Namen hören, dass sie ohne Furcht eine Entscheidung für dich treffen, Herr Jesus. Ich bitte dich vom ganzen Herzen, lass noch so viele Menschen wie möglich die Botschaft, deine rettende Botschaft hören, sodass sie gerettet werden, Herr. Die Familienmitglieder der einzelnen Muslime auch, Herr, und alle diejenigen, die noch keine Entscheidung getroffen haben. Lasse sie alle zu dir finden, Herr, und rette sie. Rette sie, auch diejenigen, die uns beleidigen und verfluchen von morgens bis abends. Rette sie, Herr Jesus. Hilf ihnen, Herr, aus diesem Kult auszutreten und eine Entscheidung für dich zu treffen. Segne auch unsere verfolgten Geschwister, Herr, die jeden Tag dieses Leid durchmachen müssen, Herr Jesus. Erleichtere du ihnen den Weg, Herr, und lasse sie in deiner Herrlichkeit eingehen, Herr. Habe Gnade an uns, Herr. Und sei uns gnädig. Und sei auch denen gnädig, die tagtäglich gegen dich lästern, Herr. Die dein Wort nicht ernst nehmen, Herr Jesus. Herr, bitte sei immer für uns da, Herr Jesus Christus. Und steh uns bei allem, was noch auf uns zukommt. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. König der Könige, genau. Herr aller Herren. Offenbarung 19,16. Mögen noch ganz viele Herzen sich erfreuen an dem Herrn Jesus Christus und eine Entscheidung für ihn treffen. Wie gütig der Herr noch zu uns ist, ne? Wir hätten schon längst die Geduld verloren, hätten der ganzen Welt ein Ende gesetzt bei dem Wahnsinn, was auf dieser Welt abgeht. Diese Welt ist am Ende. Mit ihren ganzen Snuff-Morden und ganzen Kartellen, die jeden Tag morden und Vergewaltigungen, Kinderschänderei, ach. Betrügereien und habt ihr nicht gesehen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, der Jesus Christus sieht das ja von morgens bis abends jeden Menschen. Und sieht, was sie da treiben. Von jedem Menschen tagtäglich, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
Jede Einzelheit muss er sich da angucken. Wir hätten schon längst die Fassung verloren. Unser Geduldsfaden wäre schon längst geplatzt. Ich muss mir mal vorstellen, wie gnädig der Herr ist. Dass er der Welt nicht schon ein Ende gesetzt hat und diese Welt vernichtet hat. Das ist unfassbar. Wie langmütig der gegen uns ist, gegen jedermann. Ich kann nur staunen über den Herrn. Nur staunen über den Herrn. Wieso lässt Jesus Leid zu? Der Herr Jesus lässt nicht Leid zu. Wir könnten auf die Worte des Herrn Jesus Christus hören und füreinander einstehen und das Paradies auf Erden haben. Darüber solltest du dir mal Gedanken machen. Einmal die Worte des Herrn Jesus Christus zu verinnerlichen und das schablonartig mal hier anzuwenden. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Wenn jeder Mensch das verinnerlichen würde, wie würde die Welt aussehen? Würde es dann noch Leid und Mord und Elend und sowas geben? Hungersnöte? Kriege und alles Mögliche? Nein. Nein. Wenn wir die Worte des Herrn Jesus Christus verinnerlichen würden, wir hätten das Paradies schon auf der Erde. Hundertprozentig. So, ihr Lieben, ich denke, ich mache mal jetzt ein bisschen Schluss. Eventuell komme ich vielleicht später wieder live. Und kann ich wieder ein bisschen mit euch Gemeinschaft haben. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, euch bewahren vor dem Übel, was auf euch zukommt. Und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Ich kann es immer nur betonen, immer wieder betonen. Falls ihr noch keine Entscheidung für den Herrn getroffen habt, trifft die Entscheidung für den Herrn. Lasst nicht zu, dass noch eine Stunde vergeht. Geht am besten jetzt gleich auf die Knie und nehmt den Herrn Jesus Christus an als euren Held, als euren Herrn und Heiland. Als Held ja sowieso, er ist ja der Held. Der Held aller Helden. Jede Heldengeschichte ist auf ihn basierend, seiner Geschichte. Er ist der wahre Held, nicht diese ganzen Hollywood-Schauspieler, die da die Ehre des Herrn Jesus Christus klauen. Nein, der Herr Jesus Christus ist der wahrhaftige Held. Der sein Leben bezahlt hat. Der sein Leben für uns gegeben hat. Bleib. Nein, die Lieben, ich muss jetzt mal ein paar Sachen erledigen. Eventuell komme ich gleich wieder live. Oder morgen dann. Oder je nachdem, wenn wir überhaupt noch leben. Danken wir dem Herrn, dass wir tagtäglich noch Atemzüge haben, um ihn zu preisen. Um ihn zu ehren, um ihn zu loben. Und ja, ihm einfach Danke zu sagen. Mögen noch ganz viele Herzen aufgehen und sie eine Entscheidung für Jesus treffen. Gott segne euch, ihr Lieben. Bis später, euer Dr. Scherer Bormir. Hier sogar noch mit Brille. Dankeschön für die ganzen Likes. Dankeschön für die Geschenke, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Und ja, haltet am Herrn fest, ne? Jetzt ist die Zeit, wo man ganz nah am Herrn Jesus Christus sein sollte. Gott segne euch.